Ja, huhu nach da draußen und herzlich willkommen bei der neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Jetzt muss ich mir nur gucken, ich wollte mich ja bestimmt sehen oder so. Moment, ich habe so viele Overlays hier rumliegen, dass ich mir jetzt gar nicht finde, was ich jetzt ausmachen muss, damit ihr mich sehen könnt. Ah, da. Hallo. Huhu. So. Ja, ich spiele heute nicht alleine, sondern ich spiele wie immer mit vier netten jungen Menschen zusammen, die höchst motiviert sind, heute ihre Vampire in den Untod zu stürzen. Und ja, leider bringt die Technik es heute mit sich, dass drei meiner Spieler und Spielerinnen heute kein Bild haben, aber ihr habt ja hier nette Charakterbilder, das heißt, ja, Weihnachtstürchen gefunden, was? Ich verstehe es nicht. Ja, die Serie spielt mit als Emma Williams. Hallo Serie. Hallo. Der Joe spielt mit als William Andrews. Mord, der Vermord ist im Haus. Korrekt, ja. Mischka spielt auch mit ohne Bild. Jonathan Bauer. Ei, gute zusammen. Ja. Und Leopardin 202 als Melina Farinadis. Die hat aber Bild, haha. Guten Abend, ja. Eben hat sie schon gesagt, so, wenn alle kein Bild haben, habe ich auch kein Bild. Und habe ich gesagt, na, ich will nicht alleine von den Zuschauern hier rumwedeln. Und weil sie eine nette Person ist, sagt sie, okay. Ja. Gut. Ist schon was länger her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Könnt ihr euch denn noch daran erinnern, was beim letzten Mal passiert ist? Irgendjemand was behalten vom letzten Mal? Irgendwie so grob. Was ihr, ja. Wo ihr seid, was ihr tut. Wer ihr seid, vielleicht. Das wäre gut. Ja. Wir sind ja auf der Suche nach diesem dämlichen Prinzen gewesen. Dämlicher Prinz. Und uns wurde verraten, dass der sich im Museum befinden soll. Und angeblich hatten wir auch einen Termin mit ihm. Und um da reinzukommen und weil Motte vom Haus unbedingt Burger essen wollte, sind wir in die, also zu dem McDonald's oder Burger King oder so, was da von, ja, was da im Museum auch beheimatet war, und sind durch diese Filiale und dadurch, dass Emma ein schwächliches männliches Wesen beeinflusst hat, dann ins Museum gelangt und zu einem Typen, der sich als der Prinz ausgegeben hat und natürlich erstmal einen auf große Macker gemacht hat und dann mal eben Melina Farinadis als ja, Gruppenoberhaupt bestimmt hat. Ja. Ja, und der hat dann eben irgendwann durchblicken lassen, dass er doch nicht der Prinz sei, und in Abwesenheit von William und Emma, die sich fröhlich am Übergeben waren, hat er dann die anderen beiden dazu gebracht, dass die dann eben auch mal hier auf den Tisch hauen und Emma und William dazu bringen, gefälligst zu spuren, was die beiden dann auch gemacht haben. Auf die mehr oder weniger freundliche Art und Weise haben sie dann die beiden dazu gebracht, zum Treffpunkt am... Wer trommelt denn hier eigentlich? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Irgendjemand trommelt hier ziemlich laut. Auf einem Spielfeld von irgendeinem... Frag mich nicht. Auf irgendeinem Spielfeld sich zu treffen. Kurz, ja. Genau. Footballfeld und das... Ja, sollte kurz vor Sonnenaufgang stattfinden, wo dann der William Panik gekriegt hat, weil er ja mal ganz von der normalen Angst von Vampiren noch zusätzlich Angst vor Sonne hat und das quasi ja, ausgelebt hat und wurde dann auf brutale Art und Weise von Melina zurückgehalten und ja. Dann sind wir in den Hubschrauber, der dann doch endlich mal kam, eingestiegen. Und da haben wir, glaube ich, gestoppt. Genau. Der Hubschrauber kam kurz vor knapp, kam er. Und wie es in der Vampirwelt nun mal so ist, wenn die Sonne aufgeht, schlafen die Vampire sehr schnell ein. Ja, das passiert auch euch. nachdem ihr in den Hubschrauber gestiegen seid, der Gott sei Dank oder kein sei Dank gut abgedichtet ist, was das Sonnenlicht angeht. Und als ihr wieder erwacht, streicht ihr euch erstmal alle einen Blutpunkt ab. Und verratet mir danach mal, ja, was ihr erwartet überhaupt zu sehen, wenn ihr wieder erwacht. Was sind denn die großen Befürchtungen, nachdem ihr in den Hubschrauber eingestiegen seid? Und die letzten Sachen, die ihr euch erinnern könnt, das Rotorrauschen ist und der, ja, die Tür, die zugeht, der dunkle Raum mit den Body Armor ausgerüsteten Soldaten, die euch da begleitet haben in dem Hubschrauber. Ich denke, Jonathan befürchtet irgendwie, an einem Stuhl gefesselt, irgendwie aufzuwachen, dem Prinzen gegenüber und ja, dann irgendwie sagt, haha, das sind die Küken. Mhm. So nach dem Motto. Ja, wie geht das denn hier dem Mortifamors? Sehr merkwürdige Situation ja gerade für ihn. Mortifamors findet, dass er gar nichts fühlt. Hauptsache Siri ist da. Und er wird sich Dinge merken. Oh, das klingt wie eine Drohung. Ja. Vielleicht an Melina. Was denkt denn Melina, was passieren wird? Ich bin ehrlich gesagt tatsächlich überrascht, dass ich überhaupt aufwache. Ja. Ich habe ein bisschen Zweifel gehabt, dass die uns beseitigen, weil wir ja eigentlich alle illegal überhaupt in diese schnöde Vampirwelt gekommen sind. Mhm. Und nicht hätten gewandelt werden dürfen. Oder also ich zumindest. Bei den anderen weiß ich es nicht genau. Ja, also das ist ein mega ungutes Gefühl, aber irgendwie haben die uns das in die Hand versprochen. Ich bin so hin und her gerissen. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was jetzt kommt. Ob wir ihn jetzt wirklich treffen nach der Schnitzeljagd, die wir jetzt hier schon hinter uns haben. Ja. Wie sieht es mit Emma aus? Ja, Emma erwartet, auf einer Folterbank aufzuwachen, umgeben von den beiden anderen, die sie höhnisch angrinsen, und hinter denen der Prinz, der ihnen den Auftrag gibt, sie zu töten. Oh weia. Also nichts Gutes, was ihr da erwartet. Zumindest die meisten. Und ihr schlagt eure Augen auf. So oft seid ihr ja noch nicht als Vampir erwacht. Und erwartet das Schlimmste. Von der Folterbank angefangen über sonstige Siri-Abwesenheit vielleicht. Ja, oder so. Ja. Aber nichts von all dem bewahrheitet sich, Gott sei Dank. Ihr wacht auf, schaut euch um, sofort, instinktiv, testet, ob eure Arme und Beine frei beweglich sind. Ihr könnt euch frei bewegen, ihr sitzt in einem ziemlich gemütlichen Sessel, jeder für sich, an einem sehr langen Tisch. Und der Tisch ist reichlich gedeckt mit allerlei Zeug, Essen anscheinend. Riecht auch ziemlich gut. Hochwertiges Essen. Ihr hört leise Musik im Hintergrund trällern. Irgendwie ein bisschen jazzig klingt es. Sehr eben. Ne? Und guckt euch um und seht dann auch den Flügel mit und den Mann, der an dem Flügel sitzt und leicht irgendwie seine Musik spielt. Ihr guckt euch um und es gibt mehrere Tische, wo an denen Leute sitzen und essen. Und scheint in einem Restaurant zu sitzen. An einer langen Tafel in ziemlich gepolsterten, sesselartigen Stühlen. Sind nur wir vier an unserem Tisch? Ja, es ist allerdings noch ein Platz frei. Am Kopf des Tisches. Seid ihr auch gerade alle aufgewacht? Ja, da wacht es alle ziemlich gleichmäßig auf. Ich glaube, keiner von euch hat Langschläfer oder sowas als Nachteil. Und daher wacht ihr alle relativ gleichzeitig auf. Ja. Ja. Kennt jemand den Ort, an dem wir gerade hier sind? Tast mal auf meinen Kopf, ob mein Zylinder da ist. Nein, dein Zylinder ist nicht da, aber der steht neben dir. Auf dem Boden. Prüf den mal, ob der irgendwelche ja, Kanten beziehungsweise ja, Druckstellen, Risse oder sonstiges hat. Nee, das ist völlig intakt. Hm. Stehe ich beruhigt wieder zurück und lehne mich mal zurück. Schau mich um. Ja, sind mehr, also wie gesagt, das Restaurant scheint relativ gut gefüllt zu sein. Es ist nicht sonderlich groß, aber man sieht so an dem Ambiente und an der Kleidung der Leute vor allen Dingen, die euch irgendwie nicht sonderlich wahrnehmen wollen können, oder vielleicht seid ihr normal für die. Die sehen schon alle, also die Männer alle in Anzug und Krawatte, alle sehr im sehr hochwertigen Kleidungsstil. Man sieht auch, dass die Stoffe, die sie tragen, irgendwie sehr teuer sein müssen. Irgendwie zumindest sieht es so danach aus. Und die Frauen halt wirklich bis zum geht nicht mehr aufgebrezelt. Teilweise ältere oder auch junge Frauen mit ja, man würde schon sagen, so Ballkleidern fast schon. Also es ist, ja, und die Gemälde, die an der Wand hängen, sehen sehr, sehr ausladend aus. Und ja, es ist auch sonst viel Stuck an der Wand und die Kerzenleuchter, die auf dem Tisch stehen, sind natürlich vergoldend, ja, also golden und ja, es ist ein sehr teures Ambiente hier anscheinend. Die Leute sind sehr vergnügt, die leise Musik von dem Mann am Flügel, der auf so einer kleinen Bühne steht, schallt so euch herüber. Ein Fenster gibt es anscheinend nirgendwo, merkwürdigerweise. Mhm. Hin und wieder huscht so ein kleiner Kellner irgendwie im weißen Anzug mit einem Tablett an den Tischen hin und her. Ja. Pinguin! Pinguin! Der weiße Pinguin. Oder wen sprichst du an? Den Kellner. Den Kellner. Oui, Monsieur! Kommt er zu dem Tisch gelaufen. Ist ein ziemlich, ja, 25, 30 Jahre oder so, irgendwas dazwischen schätzt du ihn. Sehr abgehagert, sehr, also man sieht die Knochen schon unter der Haut im Gesicht und auch die Arme wirken sehr dürr und die Finger ein bisschen so, ja, sehr, sehr, sehr kleinlich und so fast schon so nadelartig. Der ist nicht so austrainiert wie du. Ich empfehle dir, dass du mal ins Studio gehst zum bisschen pumpen. Also nicht irgendwie Milch oder so, sondern hier an die Hantelbank. Ein sehr guter Tipp, Monsieur. Ich werde mich danach richten. Du blickst in dieses Gesicht, das auch irgendwie Anzeichen von Schminke trägt. Er scheint sich ein bisschen bleicher geschminkt zu haben, als er ist. So ein bisschen, das wäre so im Rokoko-Style nennt man das, glaube ich, oder so. Ich weiß es gerade nicht. Und die Haare so mit ganz viel Pomade so nach hinten gegelt. Ja. Du weißt schon, dass Gothic Clubs sind nicht, das ist nicht, nein, kein Gothic Club. Also, nein. Nein, sie sind nicht in einem Gothic Club, Mr. Andrews. Wo bin ich? Wo bin ich dann? Wo bin ich? Mortimer Moss, Wrestling Champion of the World. Ja, kurzzeitig unterbricht der Spieler am Klavier, als du dann so anfängst, hier unterbricht kurz, guckt so zu dir rüber und alle anderen so auch so, was ist das denn für einer? Und dann spielt er aber weiter und hat sich anscheinend entschlossen, dich zu ignorieren. Also so geht das hier nicht. So geht das hier. Wo ist der Respekt? Wo, Wo ist der Respekt? Wo ist der Respekt mir gegenüber? Hallo, hallo, der Respekt. Weißt du, was Respekt heißt? Oui, Monsieur. Entschuldigung, Sie sind natürlich im Old Diner. Haben Sie noch einen Wunsch, etwas zu trinken? Jonathan, jetzt sag doch auch mal was. Was ist denn hier los? Also, ich meine, wo bin ich hier gelandet und warum bin ich überhaupt hier? Und wo ist meine Karte? Und warum habe ich noch kein Steak? Und was soll das überhaupt alles hier? Die Karte, oui, Monsieur. Und dann dreht sich so auf dem einen Satz um und torkelt davon. Excusez-moi, Gaston. Bleibt kurz stehen, guckt sich wieder um. Bitte je ein Glas Resus 0 negativ für die Herrschaften. Wie der Herr wünscht. Ja, wenn er weitergeht, ich gehe davon aus, dass wir in einem von Vampiren geführtem Lokal sind, wenn sie Blut in Gläsern auschecken. Ja. Vampire. Und dann würde ich auch kombinieren, dass der freie Stuhl für den Prinzen ist, der uns treffen will. Emma, hast du das gehört? Jetzt fängt Jonathan schon wieder damit an. Vampire, Vampire. Warum geht es ja eigentlich immer nur um Vampire? Was soll das? Wir sind hier in einem Restaurant, mitten in der Stadt. Sehr wahrscheinlich, wie spät haben wir überhaupt? Hallo? Du guckst auf dein Handy wahrscheinlich, oder hast du eine Armbanduhr? Nee, ich frage Jonathan. Hallo, wie spät? Wie spät? Ich nehme meine Taschenuhr raus, bewerfe einen Blick darauf, mir bewusst, dass es irgendwann nach Sonnenuntergang sein muss. Mhm. Ja, es ist irgendwann so nach 10, kurz nach Sonnenuntergang. Ja. Es ist genau 10:07:12, Mr. Andrews. Okay. Also genau die richtige Zeit für ein Steak. Hallo, Pinguin! Pinguin! Ja, hey. Mittlerweile ist er, weil er ja weggelaufen ist, gar nicht mehr im Raum, aber du kannst ja halt rufen und ja, nach ein paar Minuten kommt er dann tatsächlich wieder aus, da ist so eine Schwanktür, ne, mit so zwei, wie in so einem Saloon, ja, und da kommt er halt wieder durch und hat da irgendwie so einen Stapel von Karten unter dem Arm und reicht jedem mit einer ausladenden Geste die Karte. Während danach ein zweiter hinter ihm hereintorkelt, der ihm fast wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Die könnten Zwillinge sein. Und ja, und der hat ein Tablett mit 4 Gläsern drauf, wo rote Flüssigkeit drin ist. Ihr Tomatensaft, Mr. Andrews. Gut für die Nerven und auch Durchblutung. Ja. Das ist vollkommen richtig. Wo ist eigentlich Siri? Wo ist Siri? Wo ist Jonathan? Wo ist Siri? Wo ist? Ich habe schon lange nicht mehr. Wo ist Siri? Schauen Sie doch mal in Ihrer linken Brusttasche vorne, da wo sie immer ist. Weil wir sind ja in keinem Auto, also ist sie nicht auf dem Beifahrersitz, auf einem Kissen. Also muss sie in ihrer Brusttasche sein. Oder in ihrem Zylinder. In ihrem Zylinder. Da gefällt Siri. In ihrem Zylinder. Können wir mal in den Zylinder gucken? Ich heb mal den Zylinder hoch und zeig ihn mal, Mr. Andrews. Nein, da ist Siri nicht drin. Hätte ich Ihnen doch gesagt, weil ich schaute ja bereits in meinen Zylinder eben. Ja, aber ihren Augen kann man nicht so ganz trauen. Ihren Augen kann man nicht so, weil sie tragen doch immer so Sonnenbrillen und so. Die Sonnenbrille Stück vor. Was haben Sie denn gegen meine Augen? Sehr wahrscheinlich nichts. Was ist klar. Genau. Und weg war er. Weg war er. Siri, komm. Ja, komm. Ist was tatsächlich in deiner Brusttasche, ja. Ja, was möchtest du denn essen? Was? Ja. Blut! Will sie Blut? Nein. Also bitte. Also bitte. Also hör jetzt auf. Weißt du was? Geh einfach zurück. Ich stecke wieder weg. Ja, wie gesagt, die Gläser werden vor euch hingestellt. Es sind wirklich, sieht so aus, aus wirklich richtig teurem Kristallglas irgendwie bestehen, wirklich mit Verzierungen dran und teilweise mit irgendwelchen Sachen eingraviert und ja, ihr seht so ein Zeichen eingraviert. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kissen, wo so ein Zepter drauf liegt. Mhm. Und ja, die Karte zeigt zwei Menüs zur Auswahl und Jonathan kann Französisch? Grundlegendes, also so oui und Gasson, also aber ich glaube als Sprache müsste ich es nochmal verraten. Dann wird dir das alles nicht sagen, was da auf der Karte steht. Gibt es keinen Language mehr? Oder war das unter Academics? Ich glaube, das musste man, Languages musste man nicht kaufen, sogar als Vorteil, glaube ich. Mm. Ich glaube, keiner von euch hatte das getan. So. Nee, dann habe ich nur, wenn dann das bisschen Deutsch, was ich in Deutschland aufgeschnappt habe und Englisch. Ja. Das ist eine Karte auf Französisch und ja. Eau de Cuisine. Gute Cuisine, was auch immer das ist. Ich kann selber kein Französisch, keine Ahnung. Aber es ist, ja. Man merkt, dass es von der Struktur her, es sieht so aus, als wären es zwei Menüs. So mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und hinten an, auf der anderen Seite findet ihr irgendwas, was aussieht wie eine Weinkarte. Jonathan erkennt so ein paar Begriffe von Wein, die er mal aufgeschnappt hat in Europa. Die scheinen auch europäische Weine zu sein. Ne? Mm. Na, ich halte mich trotzdem an den Tomatensaft. Ja. Schmeckt sehr gut, wenn du dran trinkst. Deswegen habe ich ja auch 0 negativ bestellt. Das ist die beste Sorte. Ja, wenn von den Damen, also keiner Französisch kann, also ich meine jetzt die Sprache, nicht das, was sie eventuell jetzt, und wenn wir so ein bisschen rot im Gesicht denken könnten, also die Karte ist in einer anderen Sprache, sprich Französisch. Der kann ich auch nicht. Gut, damals war Google Translator noch nicht so, obwohl, ne, wenn sie heute... könnte Siri fragen. Genau. Kannst du nicht mal ein Foto mit Siri machen und dann so Google Translator-mäßig... Nein, Siri kann das von ganz alleine. Von ganz alleine. Ja, von ganz alleine. Ja, Siri, guck mal. Ja. Das ist alles eklig. Und? Was? Was heißt das? Was heißt das? Alles eklig. Das da heißt besonders lecker. Sagt Siri. Ich will Blut. Sagt Siri. Bestell noch was, die von diesem Kelch, der war gut. Der Tomatensaft. Und zusätzlich möchte Siri ein Steak Englisch. Englisch. Jonathan, du weißt, was ein Steak Englisch ist, oder? Oder? Ja, weißt du. Ja, Bloody Rare. Genau. Bloody Rare ist gut. Das empfehle ich dir. Ja. Weiß ich nicht, was Bloody auf Französisch heißt. Vielleicht Le Bleu. Könnte man mal fragen. Ich glaube, das ist eher blau. Ja, richtig, deswegen ja. Aber ich glaube, Bleu ist, glaube ich, auch wirklich Bloody. Ich weiß es nicht. Also beim Steak. Ja, kann gut sein. Keine Ahnung. Ja. Der Kellner verneigt sich nochmal vor euch und ich lasse euch etwas Zeit zum Aussuchen. Eine Frage. Wenn wir jetzt das, also der französischen Sprache nicht mächtig sind, haben Sie entweder eine Karte in einer anderen Sprache oder haben Sie jemanden, der das verbal übersetzen kann? Also, das ist doch. Jonathan, also wirklich. Er guckt so leicht enttäuscht, seufzt dann und sammelt die Karten wieder ein, dreht sich wieder auf dem Absatz herum. Pinguin, warte! Ja. Pinguin. Pinguin. Ich nehme die 42 süß-sauer. Tut mir leid, das führen wir nicht. Aber, gib mal die Karte. Gib. Mir reicht hier wieder die Karte. Ich klappe die auf und zeige auf irgendwas. Das will ich. Sehr wohl. Ja, ist die 42 süß-sauer. Gut. Dann kommt er nach einer Weile kommt er wieder und gibt euch halt eine Karte mit Englisch, ja, und es ist halt ja auch auf Englisch sehr ausgefallenes Essen. Also das ist nichts, was man so alltäglich kriegt. Stellt euch wirklich so ein wirklich mega fett Nobel Restaurant vor, wo, und ihr guckt auch so auf die Tische der anderen und ihr seht dann die Portionen, da sind auch wirklich total klein und irgendwie sieht das so total fancy aus, aber ja. Ich glaube, die Einzige, die das schon mal gesehen haben könnte, so von ihrer Hintergrundstory aus, das müsste Emma sein, weil die hatte ja ein bisschen mehr Knete gehabt, ne? So vom Elternhaus her. Ja. Ja, das stimmt, aber die hat dafür überhaupt keinen Blick. Ja. Jonathan auch, weil dessen Vater war ja Anwalt und so weiter, also das schon... Ja, also es ist wirklich absolute High-Class. Fancy. Also, ja. Die Preise hinter den Sachen habt ihr übrigens auch gesehen, da geht es im dreistelligen Bereich los. Ist dann etwas für uns Genießbares dabei? Irgendwie Blutsuppe oder so? Nein, das ist ganz normales Essen. Blutwurst. Das ist die Frage, können Vampire Blutwurst essen? Gute Frage. Ja, nee, dann... Ich glaube, Blutwurst besteht nicht 100% aus Blut, von daher eher nicht. Ja, richtig. Ja. Ich denke, wir sollten eventuell auf den macht so Gänsefüßchen in die Luft Gastgeber warten. Oder was meinen die Damen? Ich hab's jetzt nicht so mit... Also mir reicht ein Glas Blut, ich werde hier nichts essen. Oh, vielleicht... schauen die anderen Gäste dann seltsam zu uns rüber, wenn wir nichts zu essen bestellen. Aber im Moment haben wir ja noch die Ausrede, also die Begründung, Ausrede ist jetzt ein vielleicht nicht allzu treffendes Wort, dass wir auf den Gastgeber, ja, aber das ist, ich hoffe, der Prinz, warten. Ja. Ihr könnt mal kurz einen Aufmerksamkeitswurf machen, während die Kellner da immer hier rein und raus gehen und ihr noch ein bisschen... euch in der Gegend umguckt. Mhm. Perception ist Aufmerksamkeit in dem Fall, ne? Mhm. Perception Alertness, genau. Den Würfelbot einblenden. Hier haben wir einen Erfolg beim Tiger, 2 Erfolge beim Mischka. Doch noch 3 Erfolge. Ah. Hast du nochmal gewürfelt? Ja, das war vorhin der Testwurf um halb. Achso, okay. Ja. Wer bietet mehr? Wer will nicht nochmal, wer hat noch nicht. 3 Erfolge mit 3 Würfeln, ist super. Zwei Erfolge mit 7 Würfeln? Okay. Ja. Und nochmal 3 Erfolge. Okay, dann sind Emma und William die beiden, die... etwas Eigenartiges bemerken. Hinter dieser Saloon-Western-Klapptür, wo die Kellner halt die ganze Zeit rein und rauslaufen, da steht seit geraumer Zeit jetzt, als ihr so drauf achtet, ein Mann, der da irgendwie gar nicht so richtig in dieses Ambiente hereinpassen will. Es ist ja alles ziemlich gehoben hier. Und der hat allerdings so eine Art, ja, der hat Cowboy-Stiefel an und so einen Cowboy-Hut und raucht auch wie ein Schlot, also eine Zigarette nach der anderen und ja, ist allgemein so ein bisschen im Texaner-Look unterwegs. Da. Also, Emma! Wenn ihr in den Emma. Twitch guckst, könnt ihr ihn sehen. Emma! Hm. Der passt hier nicht hin. Warte mal. Vielleicht hat der auch ein Gimmick. Warte mal. Ich stehe auf. Mhm. Und gehe in die Richtung. Als du aufstehst, scheint der Typ dich auch direkt zu bemerken. Es ist auch sehr auffällig, wenn Mortiferment sich erhebt und durch den Raum schreitet. Und blickt dich so unter seinem Cowboy-Hut mit zugekniffenen Augen an, als du auf ihn zutrittst. Howdy! Guten Abend. Was machst du hier? Ich warte hier, ich bin gerade erst aufgestanden, Mann. Und wie, du bist gerade erst aufgestanden? Ja, also, guck doch mal auf die Uhr, Mann. Siehst du eine Uhr? Ist doch noch voll früh. Siehst du irgendeine Uhr? Siehst du hier an meinen absolut muskulösen Handgelenken, siehst du deine Uhr? Siehst du? Bevor ich nicht meine dritte Zigarette geraucht habe, brauchst du mir gar nicht kommen. Oh, ich nicht. Ich meine dritte Schachtel. Ey. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin voll nicht ansprechbar ohne vor der dritten Schachtel. Und da steckt sich noch einer an. Ich nehme die Kippe aus seinem Mund. Ey! Was soll das? Rauchen ist nicht gesund. Schmeiß die Kippe auf den Boden, tritt sie aus. Whatever. Du gehst jetzt besser zurück, da an deinen Tisch. Der Chef kommt gleich. Sonst? Wie sonst? Was soll das denn heißen? Ja. Ich gehe gleich zurück an meinen Tisch, besser. Sonst. Ja. Sonst passiert was. Ja. Sonst werde ich ungemütlich, Kleiner. Du willst dich mit mir anlegen. Mit mir. Auf jeden Fall, Kleiner. Wie groß ist der? Oh, der ist ungefähr genauso groß wie du. Pass auf. Kleiner ist der Pinguin. Der ist kleiner. Stimmt. Der ist kleiner. Ja, ich bin auf Augenhöhe. So, Aug zu Aug. Du bist ein Kükenmann. Verpiss dich jetzt mal an deinen Tisch. Er deutet so auf seinen Sheriff-Stern, den er an der Weste trägt. Also, ich weiß ja nicht. Dein Gimmick ist nicht besonders ausgefallen. Nein. Whatever. Willst du mich jetzt so früh am Tag schon echt nerven? Nerven? Siri, hast du das gehört? Der sagt, ich nerve. Ich? Mortifermors nerve? Ich? Ich soll? Nein. Pass auf, Kleiner. Kann ich dich Fuzzi nennen? Nein, ich bin der Sheriff. Okay, Sheriff dich Fuzzi. Zumindest. Nein, Sheriff Fuzzi. Siehst du das Weibsbild da hinten? Welches? Ja, wie viel sitzen denn da? Fängt an zu zählen. 5, 6. Oh. Okay. Also ich meine da vorne an dem Tisch. Siehst du da das Weibsbild mit dem Zylinder? Punkt hin, an dir vorbei. Nein. Okay. Jonathan hat seinen Zylinder nicht auf, oder? Er hat ihn ja wieder auf den Boden gestellt. Ja. Genau. Vielleicht brauchst du ja auch eine Brille. Brauchst eine Brille. Was machst du überhaupt hier? Was machst du überhaupt hier? Ich warte auf den Chef und bin gerade erst aufgestanden und ich habe noch nicht mal eine dritte Packung Zigaretten geraucht. Und du, nervst. Nein, 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 nein. Mortimer kann gar nicht nerven. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Du bist ein Küken. Nein. Doch. Warum sagst du das immer? Warum sagst du immer, ich bin Küken? Nein. Nein. Wenn du kein Küken wärst, würdest du gar nicht so mit mir sprechen. Und weil du der Sheriff bist. Weil du ein Küken bist, habe ich dir noch lange nicht die Fresse poliert. Du amüsierst mich. Also entweder gehst du jetzt irgendwie hier raus oder du gehst zurück an deinen Tisch. Ist mir scheißegal. Oder? Sonst? 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 Wenn du jetzt hier stehen bleiben willst, kannst du von mir aus auch das machen. Und er reibt sich so die Schläfen. Das siehst du. Geht doch. Geht doch. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Monsieur, hier. Sie stehen im Weg. Können Sie vielleicht einen Schritt weiter nach rechts? Kann ich schon. Will ich aber gerade nicht. Aber ich brauche den Platz, sonst komme ich mit die Tabletten nicht hier durch. Na gut, ich bin ja gar nicht so. Ich bin nicht so. Vielen Dank, Monsieur. Ich mach den sehr gern. Schiebt sich so an dir vorbei. So, ja. Du stehst halt mit dem jetzt in so einem kleinen Gang neben der Küche und guckst ihn halt so runter, da ist noch irgendwie so eine Tür fürs Klo und ja, und nach einer ganzen Zeit lang, wollen die anderen drei noch irgendwas am Tisch bereden, während der William da anscheinend mit diesem komischen Cowboy redet? Ich genieße die Show. Was sind die anderen beiden? Gemutet mal wieder. Nee, eigentlich habe ich auch nicht. Also ich bin interessiert, was da um mich herum los ist, aber eigentlich habe ich keinen Bock, mich zu unterhalten jetzt. Okay. Ja, nach einer geraumen Zeit sieht William dann einen sehr gut gekleideten Herrn über den Gang laufen und ja, als der Cowboy den sieht, nimmt er sofort irgendwie sowas Ähnliches wie Haltung an. Ja? Also stellt sich gerade hin und der hat vorher mal mit seinem Cowboy-Stiefel so an der Wand gelehnt und so und irgendwie ein bisschen lässiger. Und als der halt jetzt um die Ecke biegt, ja, versucht er sich gerade hinzustellen und hat anscheinend so einen Heidenrespekt vor dem. Und ja, ich kann dir auch eben kurz zeigen, wer da um die Ecke biegt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, der war es nicht. Na, irgendwo habe ich ihn. Ah, ich mach's gleich, wenn ich ihn gefunden habe. Aber auf jeden Fall, ja, kommt der da den Gang lang. Und schaut dich lächelnd an. Ist der das? Ja. Ich lächle zurück. Guten Abend, guten Abend. Oh, Sie müssen einer der Gäste sein. Bitte folgen Sie mir doch an den Tisch, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich stehe aber gerade so gut. Sie können natürlich auch im Stehen essen und trinken. Und der Cowboy hier? Der passt auf, dass nicht die falschen Leute hier reinkommen. Nicht wahr? Nickt so. Oh, na gut, dann war nett, aber dein Gimmick solltest du überarbeiten. Okay. Ich gehe zum Tisch. Perfekt. Gut, dann gehst du zurück zum Tisch und die anderen sehen auch den anderen Mann, der jetzt irgendwie hinter dem dem Mort de Famance hinterherläuft. Und wie gesagt, ein sehr gut gekleideter Mann. Und ja, setzt sich vorne an den Kopf des Tisches und rollt so eine Serviette aus, legt sich die so auf die Beine und so schnippt kurz und kriegt dann auch so ein Glasgefäß, trinkt dann irgendwie so genüsslich dran. Darf ich einen Toast ausbringen auf diese schöne Nacht? Setzt sich zu uns an den Tisch. Genau, an den Kopf. Ja, dann würde Jonathan auf jeden Fall aufstehen, wenn er kurz vor sich setzt. Mhm. Aus Respekt halt des Gastgebers gegenüber. Und dann das Glas erheben, wenn er toastet. Ja, ja, auf diese Nacht, würde ich sagen. Und auf die Neulinge in der Stadt. Blickt so in die Runde. Das ist eine... Ich nick mal nur zurück. Ja, es ist irgendwie... Es ist auch sehr schwer, irgendwie ihn aus den Augen zu behalten. Er wirkt sehr, ich sage mal, präsent, ja, wie er da so sitzt. Und, ja, und, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Ballard. Und mit wem habe ich es die Ehre? Ich würde zu den Damen rüber gucken. Ladies first. Melina Farinadis. Hi. Ich denke, das wisst ihr besser als wir. Das gehört trotzdem zum Anstand, sich vorzustellen. Und den habt ihr euch ja... zur Aufgabe gesetzt, mir beizubringen, richtig? Wäre die Welt nicht ziemlich chaotisch, wenn man keinen Anstand besäße? Wenn alle denselben Anstand besäßen, wäre es sicherlich eine gute Welt. Ja, das stimmt. Nun, dann akzeptiere ich für jetzt mal, dass Sie... sich nicht vorstellen wollen. Ja, wie sieht es mit den Herren aus? Ja, Jonathan guckt hektisch zu William rüber, als der dann nichts sagt. Bauer, Jonathan Bauer. Und wir beide haben uns ja schon getroffen dort vorne. Ich kenne sie irgendwie aus dem, wie nennt man das, Fernsehen? Ja, genau. Ich bin Mort de Famance, Wrestling Champion of the World. Natürlich kennt man mich aus dem Fernsehen. Natürlich. Ja, aus dem Fernsehen. Ja. Ich dachte mir das schon. Ja. Ja, wie gesagt, willkommen in diesem exquisiten Etablissement des Clans Ventrue. Ich hoffe, Sie genießen den Abend. Bisher. Die Getränke sind also auf jeden Fall sehr wohlschmeckend. Ja, alles andere hätte mich schwer überrascht. Nun, kommen wir zum Geschäftlichen. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Das Geschäftliche? Ja, wir sollen eine Nachricht überreichen. Eigentlich sind sie in dieser Stadt, um den Prinzen zu töten. Wie haben sie es angestellt? Wie haben sie ihn entführt? Ihr seid offensichtlich Neulinge. Wie habt ihr es hingekriegt? Das würde mich interessieren. Was? Also, ja, also eigentlich war... Ihr seid doch die, die den Prinzen entführt haben, oder nicht? Nee. Wir sollten den Prinzen treffen und in einem Museum. Und da wurde uns gesagt, dass der, den wir für den Prinzen hielten, nicht der Prinz war und dann sind wir in einem Helikopter und sind hier wieder aufgewacht und dachten jetzt, sie wären der... Ich hätte euch übrigens nicht für so dämlich gehalten, aber gut. Ihr seid ja Neulinge, das hat das bestätigt. So dämlich, dass wir den in dem Museum für den Prinzen hielten. Nein, dass ihr einer Einladung gefolgt seid. Oder ihr seid euch ziemlich sicher, dass ich eure Maskeraden nicht durchschaut habe. Könnt ihr dem Herrn folgen? Ich kann es leider nicht mehr. Reden wir nicht draus rum. Ich weiß ganz genau, dass ihr den Prinzen entführt habt in den letzten 2 Tagen. Weil sonst kann es niemand gewesen sein. Ihr seid die Neulinge in der Stadt, wir haben euch beobachtet, als ihr herkamt. Und komischerweise, als ihr hier aufgetaucht seid in Chicago, genau zur gleichen Zeit verschwindet unser allseits geliebter Prinz. Nein, Zufall, nicht wahr? Und ihr wisst natürlich von gar nichts, ihr vier. Ja, seid ganz unbedarft. Seid nur zum Museum gelaufen, weil euch dort irgendjemand treffen wollte. Ich unterbreche Sie wirklich nur ungern, der Herr, aber wenn Sie ja wissen, dass wir Neulinge sind, sprich wie der Herr mit dem Cowboy-Hut sagte, Küken, dann sind wir, soweit ich es bis jetzt nachgelesen habe, von den arteigenen Kräften weit unterhalb des Prinzen. Wie sollten wir es denn schaffen, ihn zu entführen? Deswegen will ich ja von euch wissen, wie ihr es angestellt habt. Jetzt verstehe ich. Wo habt ihr ihn hingebracht? Lebt er noch? Eine lustige Farce. Sehr lustig. Eine Farce, die ihr mit uns spielt. Wenn wir clever genug wären, und sie schaut mal in die Runde, und mächtig genug, den Prinzen zu entführen und dorthin zu bringen, wo er nicht hin will, dann wäre ich ganz sicher nicht hier. Sehr, 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 sehr guter Punkt, Emma. Ja, genau. Wer war es dann? Vielleicht der Pinguin. Wo ist eigentlich mein Steak? Wo bleibt eigentlich mein Steak? Was soll ich das nehmen für einen Sauladen? Das Steak müssen Sie sich erst verdienen, Mr. Andrews. Indem Sie mir sagen, wie Sie den Prinzen entführt haben. Moment. Einen kleinen, klitzekleinen Moment. Sehe ich es richtig, dass ich in einem Restaurant sitze? Korrekt. In meinem Restaurant, Mr. Andrews. Also... Ich kann mir nicht helfen, aber ich gebe keine gute Bewertung auf Yelp. Als ob ich wüsste, was das auch wieder jetzt ist für ein neumodischer Kram. Ja, pass auf. Okay, dann erkläre ich dir das eben. Das war eigentlich war das total einfach. Total einfach. Pass auf. Also. Es war so. Ich habe keine verdammte Ahnung, was du willst. Ihr vier, seit wann in die Stadt gekommen? Letzte Nacht? Vorletzte Nacht? Nö, eigentlich 1900, keine Ahnung wann. Ich denke, er meint aus Gary wieder nach Chicago rein, das letzte Mal, Mr. Korrekt. Andrews. Dann muss er sich klarer ausdrücken. Das ist, ja. Müsste er. Ihr sagt doch, ihr habt uns beobachtet. Nein, ich sagte, dass ich weiß, dass ihr hier hingekommen seid. Ja, sagtet auch, dass ihr uns beobachtet habt. Dass ihr wisst, dass wir Küken sind. Und dass wir seit 2 Nächten hier in der Stadt sind. Das ist das, was meine Informationsquellen mir berichtet haben. Ja. Nun, eure Informationsquellen scheinen ja nicht sehr gut zu sein, wenn sie euch erstens sagen, dass wir den Prinzen entführt haben, was definitiv nicht der Fall ist. Und zweitens noch nicht mal zu berichten wissen, wie das der Fall sein soll. Das ist allen ein großes Rätsel. Dass Küken einen angeblich so mächtigen Prinzen entführen. Deswegen will ich ja wissen, wie ihr es gemacht habt. Dann wirkt so ein bisschen. Wie sollen wir es euch sagen, wenn wir es nicht getan haben? Aber zumindest eins muss man euren Leuten lassen, die uns beobachtet haben. Sie haben schlau bemerkt, so wie du gerade auch sagtest, dass wir hergekommen sind. Weil, das sind nicht meine Leute. Wenn wir nicht hierher gekommen wären, wären wir jetzt nicht hier. Wenn Sie erlauben, Mr. Andrews und werter Gastgeber, ich würde gerne mal den Corpus Delicti aufdröseln. Also, wir sind laut Ihrer Aussage unintelligent genug, in die Stadt zu kommen und eben noch so unintelligent genug, uns in einen Helikopter bei Sonnenaufgang zu setzen, ohne zu wissen, wo wir hinkommen, jetzt völlig in ihrer Gewalt zu sein, obwohl wir schlau genug wären, den Prinzen zu entführen und sitzen jetzt hier ohne Lösegeldforderung oder sonstiges. Irgendwo liegen diese beiden Gedankengänge nicht wirklich überein. Es ist mir ein Rätsel. Aber ihr seid genau zur gleichen Zeit aufgetaucht, wie er verschwunden ist. Das ist kein Zufall. Ich habe eine Idee. Ich habe voll die gute Idee. Jonathan? Ja, bitte. Sag mal, guck mal, wir sind doch angekommen. Und dann ist doch der andere da irgendwie verschwunden, von dem er die ganze Zeit labert, oder? Oder? Ja. Genau so was. In der Art. Lodin, ja. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf euch. Er ist der Anführer dieser Stadt, Mr. Andrews. Er verschwindet nicht einfach so. Warum nicht? Wenn er doch der Anführer ist, kann er machen, was er will. Dann kann er auch gehen. Nun ist aber die Art dieser ich sag einfach mal seine Art, ohne näher auf die Art eingehen zu wollen, Mr. Andrews, dass er die Macht, die er hier hat und ausübt, liebt. Ihm ist nicht der Sinn nach Urlaub oder sonstigen. Es sei denn, er müsste untertauchen, was wieder zu der Frage führt, hatte er denn andere Feinde, die akut jetzt für ihn wären, dass sie etwas gegen ihn versuchen würden? Er war der Prinz der Stadt. Reicht es nicht? Der hat immer Feinde. Ja. Richtig. Aber warum? Und sein größter Widersacher, der ihm am meisten ins Revier spuckt und ständig ihn piesakten will und ständig nach seiner Macht dürstet, offiziell und jedem das auch auf das Brot schmiert, ist diese blöde kleine Ratte in Gary, Indiana, aus der Stadt, aus der ihr hierher gekommen seid. Aber warum hast du denn jetzt gerade in der Vergangenheitsform vom Prinzen geredet? Weißt du etwa mehr als wir? Außerdem kamen wir auf den Wunsch des Prinzen hin. Inwiefern? Guter Punkt, ja. Genau, der Neujahrsfeier des Prinzen von Gary kam ein Bote an, der einen Brief hatte an den Prinzen von Gary. Und in diesem Brief hieß es, dass euer Prinz uns zu sehen verlangt. Welcher Brief? Zeigt mir den Brief. Wir haben nur das Antwortschreiben des Prinzen von Gary. Oh, natürlich. Wie praktisch. Das würde doch aber theoretisch Sinn machen, wenn das jetzt nicht der Prinz gewesen wäre, der uns anforderte, sondern der den Prinzen entführt hat und uns als Sündenbocke dastehen zu lassen. Sehr viel, nun, CSI-mäßig, aber denkbar. Auf jeden Fall. Immer noch absolut lächerlich, wenn man bedenkt, euch dann was wir sind. Scheint jemand total in die Scheiße geritten zu haben. Oder ihr seid einfach nur verdammt clever. Aber sehen Sie, Sie erwägen zumindest, dass es eine dritte Person sein könnte. Und ich möchte nochmal betonen, wie mir auch meine Kollegen sagten, ich denke, wir müssten schon sehr ausgefeilte Technik oder andere Vampire auf unserer Seite haben oder überzeugt haben, den Prinzen zu... Nein, jetzt wird's absurd. Als Küken hat man diese Möglichkeiten nicht. Hm. Es sei denn, man hat einen mächtigen Gönner. Nun, ich lasse mich einmal kurz darauf ein, dass ihr den Prinzen nicht entführt habt. Die Stadt weiß nichts von seinem Verschwinden. Bis jetzt haben wir es geheim gehalten, sogar vor dem Primogenen. Wissen Sie, was hier los wäre, wenn alle Vampire der Stadt wüssten, dass der Prinz nicht mehr da ist? Ich schätze mal, dann tanzen die Mäuse auf den Tisch. Korrekt, Mr. Andrews. Es würde Krieg geben in Chicago. Und das wiederum würde dazu führen, dass wir unsere eigentlichen Feinde aus dem Auge lassen. Wir sind offen für Angriffe des Sabbat oder aus Gary, aus eurer Stadt. Wir wären verwundbar. Deswegen haben wir versucht, es zu vertuschen. Und jedem, der nach dem Prinzen fragt, irgendeine andere blöde Ausrede gegeben. Unter anderem scheint ihr ja gut drauf reingefallen zu sein. Worauf? Auf den Köder im Museum zum Beispiel. Ich kann mir nicht folgen. Nun... Jeder, der nach dem Prinzen sucht, wird irgendwo anders hingeschickt, wo er kurzfristig irgendwo anders hin will. Deswegen wird ihn in der nächsten Zukunft erstmal keiner finden. Merkwürdigerweise hat er ganz viel zu tun. Nein, der Prinz ist beschäftigt und der ist nicht entführt worden. Ja, aber da widersprechen Sie sich doch jetzt gerade wieder selbst, wenn Sie uns auch wieder auf eine andere Fährte geschickt haben und annehmen, dass wir jemand sind, der den Prinzen sucht. Dann würden wir nicht suchen, wenn wir ihn entführt hätten. Das widerspricht sich doch. Oder es ist einfach nur eine clevere Tarnung für eure Taten. So würde ich handeln. Mich ganz unschuldig nach dem Prinzen erkundigen, den ich entführt habe. Wo ist der eigentlich? Und dann kriegen es vielleicht andere mit. Och, der Prinz ist ja gar nicht da. Und dann, oh, es macht die Runde. Und zack, ist das Chaos in der Stadt. Clever. Also, ich bin jetzt nicht der Experte für Vampir. Wie soll man das nennen? Machen, schaffen. Aber wenn ich den Prinzen hätte, würde ich doch irgendein verrücktes Lösegeld fordern. Wie bringt mir, ich habe keine Ahnung, was man als Vampir fordert. Ob euch Geld interessiert. Aber ich würde mir jetzt jede Menge Bücher wünschen. Auf jeden Fall, ich bin ja davon ausgegangen, ihr sagt es jetzt nicht, die den Prinzen entführt habt. Lange können wir das nicht mehr verheimlichen, dass er fehlt. Und wenn es herauskommt... Das verstehe ich. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Also, Jonathan, korrigiere mich. Gerade hat er gesagt, wir haben den entführt. Und jetzt sagt er, wir haben ihn nicht entführt. Ja, wir gehen jetzt theoretisch die Möglichkeit durch, dass wir es nicht waren, nähern uns dann der weiteren Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich entweder helfen zu vertuschen, dass er weg ist, oder uns etwas einfällt, um ihn wieder zu finden. Wäre jetzt mein logischer Gedankengang. Okay. Würde den Heim wieder erfahrungsvoll anschauen. Mindestens einer am Tisch, der ein bisschen ein Kopfchen hat. Ja. Ihr habt noch gar nicht mit unserer Anführerin gesprochen. Vielleicht gefällt euch ihr. Wer ist denn eure Anführerin? Genau. What? Ich würde mal so mit hochgezogener Augenbraue zu Melina gucken. Ich gucke ein bisschen irritiert zurück. Ja, das war nur, weil ihr euch sehr dusselig angestellt habt. Oh ja, genau. Du hast dich viel besser angestellt. Sorry, aber ja, ich habe mich ins Klo gekotzt. Ja, während ihr da redet, betritt ein weiterer Mann den Raum, und jemanden, den ihr kennt. Ne, den kennt ihr noch hier. Den Nelly, den ihr im Museum gesehen hattet. Ja, läuft zum Tisch herüber, kniet sich so neben dem Ballard nieder, so dass er irgendwie auf der Höhe ist von seinem Ohr und flüstert ihm sowas ins Ohr, und den merkt so, dass der Ballard so große Augen kriegt und den dann total böse anguckt, dann nach seinem Kragen greift und so zu: Was hast du gesagt? Und er dann ein bisschen lauter spricht und sagt irgendwie: Die Primogenen haben es rausgefunden. Wie konnte das passieren? Du solltest doch alle... Ach, du bist unfähig. Und er schubst ihn so weg, dass er fast gegen den nächsten Nachbar, also den Nachbartisch bei so einer Frau irgendwie auf den Tisch fällt und alles umschmeißt. Ich gehe einfach mal grundlegend davon aus, wenn Sie Leute haben, die Ihnen verraten, was wir in der Stadt tun, dass die Primogenen Leute haben, die Ihnen auch verraten, was passiert in der Stadt. Das würde ich auch behaupten. Die Zeit tickt. Die Zeit tickt. Oder war das jetzt eine rhetorische Frage? Ich habe das nicht so. Jetzt haben wir die... Ich muss irgendeine Erklärung. Ich muss Ihnen eine Erklärung liefern. Pass auf, ihr habt mich fast überzeugt. Gibt es da nicht so... Hier ist der Deal. Ich schaffe es vielleicht, die Primogenen der Stadt noch 2 Tage unter Kontrolle zu halten. Ihr habt 2 Tage, um den Prinzen zu finden. Und wenn ihr das nicht geschafft habt, dann muss ich leider irgendeinen Sündenbock finden, den ich den Primogenen liefern kann. Gibt es da nicht so einen Vampir-Standard wie die Bösen? Ja, die Bösen aus Gary, die gerade frisch in der Stadt sind. Und er grinst. Aber wir können auch einfach den Sheriff nehmen. Nein. Oder den Pinguin? Mein Angebot steht, was anderes kriegt ihr nicht. Dafür brauchen wir aber mehr Infos von euch. Alles, wie gesagt, wir sind... Alles Weitere kann euch der Sheriff erzählen. Ich muss jetzt mich um andere Dinge kümmern. Verdammte Scheiße, Nelly! Dann zieht so den Stuhl zurück, steht dann auf und schnappt sich den Typen, der jetzt irgendwie da immer noch über dem Tisch kauert, spackt ihn so am Schlawilchen, zieht ihn so hinter sich her. Und verlässt mit dem den Raum und bleibt dann vor dem Sheriff stehen und schnauzt ihn irgendwie auch an und brüllt ihm irgendwas auf Französisch entgegen und verlässt dann den Raum. Der Sheriff betritt dann den Gastsaal und setzt sich so sichtlich geschockt irgendwie auf den Sessel fallen und trinkt dann so die letzten Reste aus dem Glas, was der Ballard nicht getrunken hat. Läuft ja also gerade nicht so. What the fuck? Also wenn... Zigarette? Irgendjemand? Zündet sich einer an. Ich soll euch irgendwie helfen oder so. Naja, wenn wir das aufklären müssen, brauchen wir alle Infos, die ihr habt über den Verbleib, letzten Aufenthaltsort und alles Mögliche vom Prinzen. Ja, wir sind hier in die Stadt gekommen, haben rumgefragt. Und niemand konnte uns so richtig was sagen. Wo hat er sich zuletzt aufgehalten? Wann wurde er das letzte Mal wirklich gesehen? In seinem Zufluchtsort halt. Der wäre wo? In Downtown. Ich kann euch da hinbringen, wenn ihr wollt. Das wäre vielleicht gut. Ja. Ist plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Habt ihr irgendwelche Dinge gehört, Neuigkeiten, womit sich der Prinz gerade beschäftigt hat? Nun, es sind die Geschäfte vom Prinzen. Er hat das Recht, uns nicht zu erzählen, womit er sich befasst. Aber war er denn irgendwie mehr als sonst beschäftigt? Oder hattet ihr den Eindruck, alles wäre ganz wie immer? Eigentlich war alles wie immer. Ja, schon. Mhm. Okay. Zumindest gegenüber mir. Ja. Was weißt du über die Sicherheitsvorkehrungen des Prinzen? Ich meine, du bist ja nun auch jemand, der sich damit auskennt. Oh, kannst du irgendwas zu seinen Security-Standards sagen? Erstklassig. Okay. Erstklassig, ja. Was müsste schieflaufen, damit sowas dann nicht mehr funktioniert? Wir können uns das nicht erklären, wie er verschwunden ist. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Und es gab aber keine größeren Querelen in der Stadt. Ah, es gibt immer Querelen in der Stadt. Ja, aber solche, von denen man den Eindruck haben könnte, der Prinz hätte keinen Bock drauf gehabt und macht einfach mal ein paar Tage Urlaub und keiner soll es wissen. Nein, Urlaub macht er eigentlich nie. Eigentlich verlässt er ziemlich selten seinen Unterschlupf. Vielleicht ist das das Problem. Tja. Okay. Also seit wann genau? Seit 2 Tagen ist er weg. Ja, ungefähr. Ja. Also heute und gestern. Ja. Okay. Schaffen wir es da heute noch hin? Ja, kein Problem. Kann ich da hinbringen. Ist nicht so weit weg. Er ist hier gerne. Deswegen hat er es ja, hier hinbauen lassen, das Restaurant für die Ventrue. Ja. Okay. Er isst? Ja. Blut halt. Ah. High Society, die sich hier trifft, wissen Sie. Mhm. Gutes Zeug. Jetzt aber nochmal, gibt es denn ein Thema, was ihm so wichtig ist, dass er dafür Hals über Kopf, sagen wir, aufbrechen könnte, ohne jemandem etwas zu sagen? Nur theoretisch? Ich wüsste nicht, wohin. Und warum? Nein. Nun, es gibt jetzt außerhalb der Stadt in der Gesamtrangfolge der Gesellschaft jemand, der über ihm steht und ihn dir nichts abordern kann? Nein, eigentlich nicht. Wir sind ja eine selbstständige Stadt. Und, ja, über ihm steht nicht keiner, nein. Es ist nicht so wie bei euch Tremere. Ja, das ist wohl, denke ich, wahr. Ja. Wie viel habe ich denn über die Gesamtvampirgesellschaft von meinem Mentor erzählt bekommen? Weiß ich was über, weiß ich nicht, Sabbat, Anarchen? Ja, klar. Also die haben euch ja auch allen erzählt. Also ich glaube, William hat das nicht mitgekriegt oder hat das nicht groß erzählt bekommen, vielleicht kurz angestreift oder so. Aber der hält das sowieso für Gerüchte und Geschichten. Aber über den Sabbat und über die Anarchen wisst ihr Bescheid, ja. Und? Gab es in letzter Zeit irgendwelche Bedrohungen von außerhalb, die euch irgendwie Sorgen gemacht haben? Schaufelhände kommen immer mal wieder. Schaufelhände? Okay. Ja. Ihr wisst schon, diese komischen, diese Küken vom Sabbat, die machen das irgendwie zum Spaß, weißt du? Die zeugen Nachkommen und buddeln die ein und wer sich ausbuddeln kann, ist schon mal gut und wer dann den nächsten Tag überlebt, der darf gegen uns kämpfen. Was auch immer die sich davon versprechen. Meistens sind es halt irgendwelche Küken in Raserei. Ziemlich einfach zu erledigen. Okay. Mit den Menschen in der Stadt habt ihr keine Schwierigkeiten, oder? Die kriegen nichts mit. Die Menschen. Nein, die kriegen nichts mit. Alles ziemlich gut organisiert. Allerdings, wenn wenn er jetzt fehlt, es gibt einige, die um seinen Posten vielleicht streiten würden. Hm. Ich hätte gerne, dass du jetzt mit uns zum Unterschlupf gehst und dass du mir genau die Sicherheitsvorkehrungen zeigst. Und auch, ob er irgendwelche, ich sag mal, Personenschützer oder sowas, wie heißt denn das auf vampirisch? Also ich habe sowas mal gemacht, aber weißt du, hatte er praktisch Bodyguards um ihn herum, die permanent in seiner Nähe waren und ihn überwacht haben. Also in seiner direkten Umgebung nicht, nein, aber sie haben das Haus bewacht, ja. Okay. Und habt ihr, das Haus, wenn ihr so, nee, aber wenn ihr so ein Haus eigentlich als Unterschlupf gebaut habt, da müsst ihr doch irgendwelche Fluchttunnel auch haben, oder nicht? Ich meine, Fluchttunnel habt ihr nicht? Man braucht doch für jedes sichere Versteck einen zweiten Ausgang, aus dem man rausgehen kann. Das lernt man doch ganz am Anfang. Umgebung auskundschaften, dafür sorgen, dass du einen zweiten Ausgang hast. Immer. Leute, wer hat euch denn ausgebildet? Hör auf die Dame, die kennt sich aus. Naja, gut. Vielleicht sollten wir den dann einbauen demnächst, wenn er wieder da ist. Eigentlich haben wir uns eher darauf beschränkt, dass nichts reinkommt, was nicht rein soll. Naja, aber wenn jetzt der Ausgang versperrt ist und brennt oder was auch immer, da kann ja immer was kommen und du kannst nicht durch diesen Ausgang raus, durch diese eine scheiß Ausgangstür, dann bist du da drin gefangen. Hm. Mann, Leute, denkt doch mal nach. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach, also wir trinken jetzt noch. Wir gehen einfach. Nein, wir trinken jetzt keinen mehr, wir gehen jetzt direkt. Wir haben keine Zeit, dem schönen Leben zu frönen, während hier Gefahr im Verzug ist. Aufstehen, los. Dann. Ich will mein Steak. Steak. Ich gucke ihn böse an. Also unseren wunderbaren Mortifamors. Ich mache gleich Steak aus dir, wenn du jetzt nicht mitkommst. Jetzt habe ich aber wieder Angst. Vielleicht sollten wir auf unsere Anführerin hören. Vielleicht habt ihr ja bessere Ideen. Ja, dich absetzen. Und du willst dann Chefin sein, oder was? Meine Damen, das bringt doch jetzt in unserer Situation nichts so. Also ich habe mich nicht dazu erhoben, über den anderen zu stehen. Das habe ich auch nicht. Doch, hast du. Naja, Siri sagt, wir sollten gehen. Lass gehen. Ja, danke, Siri, wenigstens eine. Gut, ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, will Emma auch mit oder hat sie sich jetzt komplett gesagt, so, nee, da gehe ich nicht mit? Sie würde mit aus dem Laden gehen, aber sie würde nicht mit in das Auto steigen oder was da auch immer dann wegfährt. Sondern ihren eigenen Weg gehen wollen. Sie würde Nachforschungen anstellen, aber jetzt nicht unbedingt dieser Aufforderung folgen, ja. Okay. Ja, dann steigen drei Vampire in den Wagen ein. Emma bleibt dann draußen. Also der Sheriff macht auch keine Anstalten, dich irgendwie jetzt zu zwingen, mitzukommen oder so. Ja, und wir machen einen kurzen Cut hier für eine Pinkelpause und machen dann weiter im Domizil des Prinzen. Bis gleich. Einmal aus. So, und So. Mit war was? Da und da. Hallo, sind wir wieder da. Und ja, ihr fahrt gar wirklich nur irgendwie einen Block um die Ecke quasi mit der Limousine. Ja, da ist ein sehr hoher Turm, also ein sehr hohes Gebäude. Der Sears Tower nennt sich das. Und der hat Tatsache 107 Stockwerke. Und ganz oben auf dem allerhöchsten Stockwerk ist die Suite des Prinzen. Ihr werdet dorthin gefahren. Und könnt euch ja währenddessen vielleicht nochmal irgendwie jetzt absprechen, wie jetzt ihr weiter vorgehen wollt oder so. Und vor allen Dingen, wie ihr auch vorgehen wollt, im Angesicht, dass Emma jetzt ja nicht mitgekommen ist. Kennt sich jemand mit Spurensicherung aus? Irgendwie so? Also in Büchern nachforschen bin ich einigermaßen passabel, aber sonst... Ich habe Krimis geguckt. Oh. Wir brauchen Blaulicht. Blaulicht. Ja, Blaulicht brauchen wir. Es sei denn... Ja. Wir haben keins. Nein, haben wir nicht. Ich fürchte, die Limousine hat kein Blaulicht. Schau mal erwartungsvoll zu Melina rüber. Du könntest natürlich den Kopf aus dem Fenster halten und lalü schreien. Naja, also Spuren suchen nicht so richtig, aber was ich kann, sind Sicherheitsvorkehrungen analysieren und vielleicht finde ich eine Lücke in dem, was sie da bisher machen und kann mir so zumindest zusammenreimen, wie er bei seinen eigenen Leuten irgendwie so verschwinden konnte. Ich könnte mir ja mal die Unterlagen, in denen er vielleicht gearbeitet hat, oder seinen Computer anschauen. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Mail oder etwas. Ja, das wäre zumindest auf jeden Fall hilfreich rauszukriegen, womit er sich zuletzt beschäftigt hat und woran er gearbeitet hat. Einfach, um zu wissen, auf welchen Spuren er vielleicht weiter unterwegs sein könnte, falls er tatsächlich eigenmächtig abgehauen ist oder irgendwo eine Spur verfolgt oder was auch immer. Schau mal den Sheriff an, brauchen wir da von irgendjemand eine Freigabe, wenn wir in den Dokumenten Solange ich dabei bin, seid ihr auf der sicheren Seite. Ich passe schon auf, dass ihr keinen Unsinn macht. Kennen Sie denn die zum Beispiel Passwörter des Computers des Nein. Nein. Natürlich nicht. Wäre das denn in Ordnung, wenn wir diese Passwörter, und ich sag mal, aus investigativen Zwecken umgehen? Klar. Solange wir den dadurch wiederfinden können, kein Problem. Hat der Prinz so etwas wie ein Handy? Ein was? Ein mobiles Telefon. Ach so, diesen neumodischen Kram. Nee, glaube ich nicht. Nein. Sonst irgendwie eine Apple Watch. Ah, verstehe. Konnte mit dem ganzen neumodischen Kram nichts anfangen. Ich bin da jetzt nicht der Experte, aber das ist etwas, was man auf die zukünftige Sicherheitsliste tun könnte, wenn man ihm zumindest ein Handy oder sonstiges mit SIM-Karte ausgestattetes Gerät zusteckt oder einen GPS-Empfänger, dann könnte man ihn elektronisch finden, wenn man das wollte. Aha. Ja, klingt ganz gut, ja. Mhm. Nun, gut, folgen Sie mir. Und ja, ihr fahrt den Aufzug hoch bis, wie gesagt, in die allerhöchste Etage. Die Aufzugtüren öffnen sich und ihr seht einen sehr langen, schön ausstaffierten Gang mit einigen Blumen dran und wirklich irgendwie sehr geschmackvoll. Also es ist natürlich ein Durchgang, an dessen Ende halt nach links eine Tür abgeht. Aber man sieht schon, es ist es wird hier sehr Wert darauf gelegt, dass eventuelle Gäste, die hier irgendwie wohl hochkommen, irgendwie sehen, wie reich und wie schön das hier ist. Es gibt eine breite Fensterfront, die nach draußen zeigt, irgendwie, womit man jetzt über die ganze Stadt blicken kann. Und auf der anderen Seite sieht man halt, wie gesagt, überall sind Blumen abgestellt, die sehr neu wohl aussehen und ja, Gemälde hängen an der Wand. Und als ihr durch die eigentliche Eingangstür des eigentlichen Apartments tretet, wird das Ganze noch extremer. Denn in diesem Raum befinden sich nur wirklich das Feinste vom Feinsten dekorierte Möbelstücke. Und wirklich teilweise, also Kunst kennt sich eigentlich auch keiner aus von euch groß, ne? Teilweise wirklich so Bilder so im Renaissance-Stil. Ja, also sehr geschmackvoll eingerichtet ist. Solange nicht Okkultes drunter ist und das nicht unter Etikett zählt, so nicht. Also okkult sieht das nicht aus, nee. Ja, schön anzusehen. Mhm. Ja, von diesem Eintrittsraum gehen zwei weitere Räume ab. Einmal nach links und einmal geradeaus. Ihr seid jetzt quasi in einem der äußeren Räume. Ich könnte mal wieder meine epischen Paint-Skills rausholen eigentlich. Warte mal. Ja, bitte. Epische Paint-Skills incoming. So. Jetzt bin ich gespannt. Die durfte ich, glaube ich, noch nie bewundern. Epische Paint-Skills? Ja. Koali digitiert zu Paintimon. Nein, das war's nicht. So, hier haben wir die epischen Paint Skills. So, das kannst du ein bisschen größer. So, okay. Epische Paint Skills. So. Das ist der Aufzug. Und dann gab es hier einen langen Gang. So, hier Fensterfront nach draußen. Also hier ist das draußen, ja. Hier war die Tür. Und das ist der Eingangsbereich, der so geschmackvoll eingerichtet ist. Und hier sind wieder weitere zwei Türen. Vielleicht muss ich das ein bisschen dicker malen. Okay, demnächst so. Aber ihr seht, was gemeint ist, nicht wahr? So. Genau. Das ist der Eingangsbereich. Ja. Es gibt ja in Paint auch so Formen, Rechtecke, die man ziehen kann. Und ja, dann wäre es nicht mehr episch. Dann wäre es nicht mehr episch, entschuldige. Sorry, tut mir leid. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ja, aber in diesem Raum ist eigentlich sonst nichts zu sehen. Außer, dass es halt schon sehr protzig ist. Welchen Raum wollt ihr euch denn als nächstes ansehen? Nochmal zu Berliner rüber gucken. Welcher Raum ist denn? Also gab es irgendwie Privatraum vom Prinzen oder ein Arbeitszimmer oder so? Oder? Also es ist komplett das Prinzen-Apartment hier. Also es ist komplett alles Privaträume des Prinzen in dem Sinne. Okay. Ja. Ein Arbeitszimmer gibt es aber in der Tat. Moment, ich kann mal gucken. hin und her geblättert auf Doom. Genau, das ist da. Da werdet ihr am schnellsten hingelangen, indem ihr zuerst in diesen Raum reingeht. Da gibt es hier Türen. Nein, da gibt es keine Türen. Nein. Radiogourmet. Keine Tür da. So, und hier ist wieder eine. Zapp. Und dann ist hier ein Loch in der Wand, ich hab's gefunden. Da war es gerade. Hier? Nein, es ist sofort zugemauert worden. Ach so. Ja. Das ist das Office. So, und hier war der Security-Raum. Da musstet ihr durch. Und habe tatsächlich da gesehen, dass man hier an so eine Art Sicherheitsschleuse durchgeht und wo auch so Metalldetektoren und sowas dran sind an der Tür und wo halt irgendwie normalerweise wahrscheinlich Mitarbeiter sitzen oder so, die Leute kontrollieren, die rein und rauslaufen, und im hinteren Bereich sind halt auch so viele Monitore, die alle möglichen Räume hier in diesem Apartment irgendwie die ganze Zeit abfilmen und auch den Gang und den Fahrstuhl und so weiter. Hm. Der Raum dazwischen, zwischen Eingang und Security? Das ist irgendwie... Da ist jetzt nur eine super dicke gemauerte Wand, aber... Genau, dicke, fette Mauer. Das ist ja ebenfalls so eine Art Eingangsraum. Allerdings ist der wohl eher dafür gedacht, dass man hier irgendwie... ja, dass sich irgendwelche Leute hier vergnügen können. Es ist ein dicker Pool-Table in dem Raum drin, in der Mitte. Aha. Ja. Okay. Zeitverschwendung. Ja. Außerdem gibt es an der Wand, hier an der Innenwand, einen riesigen Fernseher, der fast die ganze Wand einnimmt. Oh, ein Pool-Tisch im Fernseher. Mhm. Ja, okay. Waren denn im Security-Raum Security-Kameras? Ja, genau. Also, auch, die, also die auch alle Räume abfilmen, quasi. Wurden denn die Bänder von den Kameras schon ausgewertet? Also, wo der Prinz genau zuletzt war und wann er verschwand, laut Kamerazeitpunkt? Ja. Die wurden ausgewertet, allerdings ist er einfach irgendwann verschwunden von den Kameras. Wann und wo? Ja, vor ungefähr 2 Tagen halt. Und in seinem, nicht in seinem Office, sondern ja, in seinem Unterschlupf. Also ich kenne, habt ihr die Bänder noch? Habt ihr die Bänder? Die Bänder, die noch? Bänder sind noch da. Ja. Kann ich die mal haben? Kann Klar. ich die mal mitnehmen? Du kannst dich an das Pult setzen und die Bänder alle durchmachen. Nein. Ich will die mitnehmen. Wohin? Mitnehmen. Ich kenne da jemanden, der kennt sich sehr, sehr gut mit Kamera und so aus. Der kann sagen, ob da eventuell irgendwer dran rumhantiert hat, also ein Bild über Bild gelegt hat. Also ich kenne mich damit gut aus. Aha. Also nicht ich kenne mich damit gut aus, sondern den ich kenne, kennt sich damit gut aus. Ich male das Ding mal kurz zu Ende. Meinst du, dass das klug ist, da jetzt noch mehr Leute mit reinzuziehen? Also wie gesagt, es sollte niemand sonst wissen, dass der Prinz verschwunden ist. Tja, dann fliegt das wohl raus. Aber, Eure Majestät, es weiß doch gar keiner, dass der Prinz ist. Also, ich... Ja, gehen wir mal davon aus, ich versetze mich in eure Welt der Vampire und der Prinzen. Ich meine, er hat ja keine Krone auf. Und selbst wenn er eine Krone auf hätte, der, den ich kenne, der, da ist das nicht ungewöhnlich. Also, die haben da ganz oft Kronen auf, weil sie gehen dann zum Ring und dann kriegen sie ihr Krönchen und ja. Aber hey, wenn ihr meint, das dann halt nicht. Das ja nur auch nicht weiter. Was auf jeden Fall ist, wir sind schnell darauf gekommen, dass er entführt sein worden muss, weil es gab auch ein Opfer. Aha. Ja, davon hören wir ja jetzt zum ersten Mal. Dann mal raus mit der Sprache. Ja, einer von den Vertrauten des Prinzen ist umgebracht worden. Ja. Im Office. Also gerade okay. Da steht da jetzt im Office. Das Office ist halt recht sprungvoll eingerichtet und es liegen halt auch wirklich viele Akten und so liegen da herum. Kann sich der gute Jonathan gleich mal angucken. Ganz vor dem ausladenden Schreibtisch steht auf einem kleinen Tisch ein Schachspiel. Und ansonsten ist es vor allen Dingen die innere Wand mit einem ganz weiten, ganz langgezogenen Bücherregal versehen. Und an dem Ohrensessel, der hinter dem Schreibtisch steht, kann man noch einen dicken Blutfleck erkennen. Mhm. Wie genau ist der umgekommen? Ist er erschossen worden. Mhm. Habt ihr die Schusswunde genauer untersucht und den Leichnam genauer untersucht? Ja, wie gesagt, er ist erschossen worden. Und auf was wolltet ihr hinaus? Naja, waren das irgendwie besondere Projektile, die verwendet wurden? Nein, ein ganz normales Projektil. Okay. Aus welcher Art von Waffe abgefeuert? Ja, wahrscheinlich eine kleinkalibrige Pistole. Ist das normal, dass wenn Vampire einen Prinzen entführen, dass sie einen anderen Menschen oder wer auch immer sein Vertrauter war, wer muss ja ein Mensch gewesen sein, mit einer Pistole erschießen? Mit einem Revolver, der Krach macht? Nein. Vielleicht war er auch geschalldämpft, weiß ich nicht. Naja, aber irgendwie muss er ja durch diese Metalldetektoren damit durchgekommen sein. Wie kannst du dir das denn erklären? Also während ihr gerade so euch diskutierend, kommt eine junge Frau irgendwie in den Raum rein und guckt den Sheriff böse an. Und so, was macht ihr denn hier? Ihr verunreinigt den Tatort. Er hat sich irgendwie so ein komplett Overall angezogen. Wie man das so aus diesen CSI-Dingen halt kennt. Ne? So ein Tatortreiniger-Anzug. Also Gummihandschuhe und so. Und ja. Trägt eine dicke Brille auf der Nase und ist anscheinend sehr pikiert darüber, dass ihr hier seid. Entschuldigen Sie, aber nach 2 Tagen haben Sie noch nicht alle Spuren am Tatort aufgenommen. Ich arbeite Tag und Nacht daran. Ich darf ja nur kein anderer davon wissen. Ich bin alleine hier. Ja, und jetzt haben sie uns als Team dazugeholt. Allerdings wussten wir nicht, dass hier die Ermittlungen noch laufen. Ach, ihr sollt mir helfen. Ja, wobei Spurensuche jetzt nicht so sehr unser Spezialgebiet ist. Das ist schon ganz gut, wenn du das machst. Ja, perfekt. So. Also wir haben ziemliche Probleme mit der ganzen Sache. Also das Problem ist, ich war zuständig an dem Abend, als der Prinz verschwunden ist, für die Security-Kameras und so. Aber ich habe nichts gesehen. Das ist sehr eigenartig. Ja. Gar nichts? Nein. Es ist nichts passiert. Es war total normal. Und am nächsten Tag, als der Prinz eigentlich aufstehen sollte, war er weg. Ja, aber es hieß doch, er wäre auf einem Band auf einmal verschwunden. Das heißt, man hat ihn doch nie zu Bett gehen gesehen, oder? Nein, er war in seiner Unterkunft halt. Und am nächsten Tag war er einfach weg. Genau, und ja, das Band, das setzt halt immer aus, wenn er schläft. Ja, das ist aber normal, weil da kommt ja eh keiner rein. Das setzt immer aus, sobald er die Unterkunft betritt oder sobald er sich zum Schlafen hinlegt? Das ist sein Privatraum. Wie viel Ausgänge hat die Unterkunft? einen. Fenster? Nein. Hat er extra so gemacht, damit kein Sonnenlicht in sein Schlafgemach fällt. Lüftungsschächte? Wozu? Er ist ein Vampir. Richtig. Trotzdem, das ist die Frage. Nein, keine Lüftung. Ist quasi wie ein großer, wie nennt man das hier, Tresor. Ist Melina, möchten Sie sich mal die Unterkunft anschauen? Ich schaue mal in den Akten oder... Auf jeden Fall. Ja, Moment. Geht irgendwie hin und stellt so ein paar von den Schachfiguren um und dann schwingt das Bücherregal zur Seite und gibt eine große Tresortür frei, also so ein typische Dagobert Duck Geldspeicher-Tresortür. Und ja, mit so einem, wo man so biometrische Daten irgendwie eingeben soll und mit Hand und Augenabdruck und so weiter. Okay, die Standards scheinen hier ziemlich hoch zu sein, doch. Aber ihr habt echt den kompletten Tag über keine Videobänder laufen? Nicht von diesem Raum. Gibt es da eine Tagschicht, die wirklich permanent weiter aufpasst? Also die Videokameras ja. Von den umliegenden Zimmern und den Gängen beobachtet? Ja, meine Schicht. Klar, Tagschicht. Und was hast du gemacht? Na, ich habe meine Pflicht erledigt. Ich habe geguckt, ob nichts Ungewöhnliches passiert. Und es war nichts Ungewöhnliches. Moment. Wir sind doch jetzt, also jetzt hier, nicht im Lager des Prinzen. Nein, jetzt halt im Office. Genau. Und hier wurde geschossen. Ja. Aber das ist auch nicht auf den Bändern drauf. Merkwürdigerweise. Und ich habe es auch nicht gesehen. Gut. Dieser Vertraute des Prinzen, hat der die Bevollmächtigung per Hand- und Augenabdruck das Lager zu öffnen? Ich denke schon. Prüft der Scanner auf Lebenszeichen? Nein, das wäre dumm, weil dann könnte der Prinz selber nicht rein. Richtig, das heißt, man könnte den Vertrauten erschießen, dann seine Hand auf den Handscanner legen, sein Auge aufmachen, vor den Iris-Scanner legen und damit den Prinzen über Tag entführen, ohne dass es irgendjemand bekommt. Das wäre möglich, ja. Aber das müssten ja die Kameras hier aus dem Office zumindest gefilmt haben. Ja, dann. Und die müssten ja auch irgendwie an der Security vorbei. Feuert man einfach von außen einen, guck mal ein bisschen im Office um, sind da Fenster? Nach draußen, ja. Ja, dann feuert man von draußen einen EMP ab, legt die Kameras lahm, macht das Fenster auf, erschießt die Personen, holt die Prinzen. Was sind denn das für bescheuerte Sicherheitsvorschriften oder Sicherheitsvorkehrungen hier? Das geht ja in Splinter Cell schwieriger. Ich gucke den Jonathan Bauer auf einmal mit ganz neuen Augen nochmal an. Ja, wieso weiß der Nerd sowas? Ich habe auch mal Videospiele gespielt, also im Semesterferien. Ja. Die scheinen ja ziemlich realistisch gewesen zu sein. Kommt uns gerade zugute. Also ich habe echt nichts gesehen. Also wenn hier irgendjemand mit einem Hubschrauber oder sonst irgendwas vor dem Office, dann müsste auch die Glasscheibe auch kaputt und so. Und das müsste ich doch bemerkt haben. Gibt es denn Kameras nach außen? Ja. Gibt es Seismographen, die Schwingungen im Tower aufnehmen? Nein. Die müsste es im Keller geben, für Erdbeben aufzuzeichnen. Kann sein. Können wir gerne gucken gehen. Die müssten auch einen Helikopter, der vorbeifliegt, aufzeichnen. Aber hier fliegen andauernd Helikopter vorbei. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Prinz verschwand. Den ganzen Tag über, oder wie? Wir wissen ja nicht ganz genau, wann er verschwunden ist. Ja. war, dann könnte man, also ich gehe mal davon aus, von der Theorie her, sollte es ein Helikopter gewesen sein. Man würde die seismografische Auswertung dieses Tages beobachten. Es sind 12 Helikopter vorbeigeflogen, dann ruft man den Airport an oder die Fluglinien oder wer auch immer hier mit Helikopter vorbeifliegen darf. Was sahen offizielle Flüge? Und der es nicht war... Naja, hier dürfen die Polizeihelikopter vom Prinzen selber, die rotieren halt ständig und überwachen den Luftraum. Dann könnte man, habt ihr da nachgefragt, ob hier Helikopter vorbeikamen? Ja, keiner außer denen, die berechtigt waren. Dann war es einer, der berechtigt war. Die hängen mit drin. Okay. Ist das überprüft worden? Soweit war ich noch gar nicht. Mhm. Gut, ich gehe dann mal an die Papiere. Ich arbeite hier den Profis. Guck mir mal genau den Tresorraum, hätte ich jetzt fast gesagt, den Wohnsitz an. Okay. Einmal die Unterlagen. Wo haben wir die Unterlagen? Muss ich gerade mal raussuchen. Blablabla. Du findest auf dem Buch auf dem Tisch ein altes Buch, das sehr teuer aussieht, weil sehr aufwendig eingeschlagen, namens Admiral's Tourney Journal. Es befasst sich mit Notizen eines britischen Admirals, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Und dieser Admiral wird irgendwie zwischendurch immer als A bezeichnet. Also quasi wie Admiral, ne, abgekürzt A. Und angeblich, und du kannst in den Notizen, die auch der Prinz anscheinend unterkringelt hat und so, lesen, dass der wohl daran glaubt, dieser Admiral, dass es Vampire und Magie gibt. Guckst so ein bisschen fragend an mir runter, natürlich gibt es das. So, und dann kannst du unten dann vorne in dem Buch eingeschlagen noch eine andere Handnotiz sehen, quasi wie eine Widmung steht da drin. Gewidmet Rocky, meinem liebsten Freund und Bruder, der einiges dafür geopfert hat, bis hin zu seinem Leben, mir dieses Buch, was mir sehr wertvoll erscheint, zu bringen. Aha. Jo. Hm. Ich will jetzt irgendeinen Reim draus machen, weil ich kann es jetzt irgendwie nicht. Ja. Also gut, kann man ja erstmal so stehen lassen. Mhm. So. Was können wir noch? Das ist das, was auf dem Tisch lag. Hier ist, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein einzelnes Blatt Papier, was dir auffällt. Mhm. Relativ achtlos an der Seite des großen Tisches. Und das ist ein Bericht von Edward Nelly. Also diesem Typen, den habt ihr jetzt ja schon, der sich ja als Prinzen ausgegeben hatte, der wohl dem Prinzen berichtet hat, dass es wohl in Nordwesten von Chicago einen Satanistenkult gibt. Mhm. Und steht aber in dem Report, dass der eigentlich kein Problem ist, dass die den handeln. Aber zwei ältere Vampire, die mit ihren hochstufigen Auspex-Kräften über diesen Kult gesprochen haben, allerdings gesagt, dass irgendwo da, wo dieser Kult sitzt, irgendwie gäbe es wohl anscheinend irgendwas Mystisches. Das hätten sie wahrgenommen, als sie diesen Kult gecheckt haben. Und unter dieser Notiz findest du eine Karte von der Umgebung von Chicago. Mhm. Und da ist halt die Sektion, wo der Kult ist, halt eingekreist und mit so einem roten roten Kreis und daneben hat wohl geschrieben for later investigation, also das gucke ich mir nochmal genauer an quasi. Ja. So, und danach findest du auch noch einen dicken Aktenstapel, der voll ist mit Informationen über die Anarchen der Stadt. Also wer das ist und kannst mal Perception und Investigation würfeln. Ja, klar. Tue ich tun. Sofort, sobald ich das Fenster finde. Zwei. 6. Kurz den Zuschauern zeigen, was du da gewürfelt hast. So. Genau. Dann findest du Informationen über die, dass es wohl die Anarchen immer wieder die Maskerade zu brechen scheinen und dass sich der Prinz da immer wieder drum kümmern muss. Und eine handschriftliche Notiz des Prinzen sagt, wann wird das endlich enden? Und ja, hat deren Vorgehen überhaupt irgendeinen Zweck? Ja. Ja, aber ich weiß ja, dass die Anarchen sich ja überhaupt nicht an die Maskerade halten, oder? Genau. Ja, dann. Also nicht. Sind es halt nicht so wie die Kamarilla daran interessiert, die Maskerade um jeden Preis einzuhalten. Mhm. Ja. Ansonsten irgendwie Geheimfächer in dem Schreibtisch sind keine zu finden. Und irgendwie mal die Schubladen aufziehen, mich drunter legen, gucken, ob da irgendwie was unter die Schubladen geklebt ist oder irgendwie Zeichen drauf sind. An der Boston Tea Table. Mach mal einen Wurf auf Investigation nochmal und wahrscheinlich eher Witz, weil du ja so kurzfristig jetzt guckst, ne? Ja, na danke, ist noch besser. Boah, oh, ist schlecht, ey. Ja. Ja, da fällt dir jetzt so nichts auf an dem Schreibtisch. Dann, hast du Auspex? Ich habe Auspex, ja, 2. Willst du das vielleicht mal gucken, um die Umgebung mal zu checken? Ja, aber also Auspex ist ja Wahrnehmung, Empathie, also auf Aura. Da finde ich ja bei Gegenständen nichts, soweit ich weiß, oder? Nee. Das ist falsch, dann Auspex 1 wäre ja dann nur um geschärfte Sinne. Ja, Wahrnehmung zu erhöhen. Ja, Waffe. Aber wenn der Meister dich fragt, Mischka, ob du das machen willst. Aber es wäre auch möglich, dadurch irgendwie, klar, mit den erweiterten Sinn ist es zumindest möglich, halt Spuren von Übernatürlichem zu entdecken. Ah ja, ja, klar. Ich wollte die Kraft ja auch noch fragen, ob ich die Kraft richtig verstehe. Ja, genau. Ich habe jetzt nicht gesagt, nee, mach ich nicht, lass mal, macht wirklich keinen Sinn. Ja, okay. Jo. Dann auf die 1er muss ich ja nicht würfeln und auf die 2er ist ja, wie gesagt, nur bei Personen. Dann setze ich da auf jeden Fall Auspex mit 1. Ja. So, ja, dann darfst du den Wurf nochmal wiederholen und dann geht er auf die 5. Aber gerne. Boah, geh doch nach Hause, ey. Was bist du denn? Nee, wenn das nicht ist. Irgendwas stimmt nicht, weil es dürfte ja mit 2, 4, 2, 4, 10, 1 gar kein Erfolg sein. Tatsache, ja. Da hat die 1, glaube ich, irgendwie. Ah, ne, das ist ein Access. Ne? Das ist keine 1, die du gewürfelt hast. Das ist die 1 für 6. 1. Ja, okay. Dahinter dem Komma ist ja nur ein Komma drin. Ja. Ja. Jo, nee, ändert sich nichts. Edilac mag mich heute nicht. Ja, findest du auch nichts groß, dann weiter. So, und Melina wollte sich die Security-Tapes angucken oder so? Oder was wolltest du machen? Oder die Frau noch weiter befragen oder sonst irgendwas machen? Beides. Ich wollte die Security-Tapes angucken, ich wollte mir aber auch genauer den Raum nochmal angucken vom Prinzen, den Tresorraum da, was da ist. Ja, da wird dir aufgemacht und ja, das ist halt ein sehr geschmeidiges Bett, was da drin steht, wo man halt drin schlafen kann. Und teilweise ist da halt auch noch ganz ein Computer. Und zwar ein relativ alter IBM-Computer. Ja. Ein richtig altes Telefon. Ja, und so ein paar Bücher, die er da irgendwie anscheinend irgendwie als Nachtlekt oder als Tagslektüre da irgendwie abgelegt hat. Aber was jetzt nicht sonderlich interessant scheint. Genau, du merkst aber auch irgendwie, als die Dame versucht, irgendwie die Kommandos einzugeben, in den Codes-Panel, die Tür zu öffnen, dass dieser Code mehrmals nicht akzeptiert wird. Und erst als beim 3. oder 4. Mal tippt, dass das dann erst gelingt. Ansonsten kannst du den Raum gerne mal durchsuchen mit Investigation und Wits. Moment, muss ich mal kurz gucken. Investigation und achso, ja, so rum, genau. Nein. Mist. Erfolge. Dann findest du eine Art, ja, was wie so eine Kette in dem Bett. Und das sieht ein bisschen aus wie so ein langer Zahn. Allerdings ist der komplett schwarz, sehr spitz und scheint aus irgendeinem Art Steinmaterial oder sowas gefertigt worden zu sein. Okay. Ja, und hat halt so eine Fassung, ne, womit man eine Kette dran machen kann und ja. Die Kette ist zerrissen. Also nicht wirklich aufgemacht, sondern kaputt gerissen. Mhm. Kann ich den IBM-Computer starten und dann noch was? Ja, mach mal Intelligence und Computer, wenn du mal rein willst. Oh. Ja, Moment. Ach, dieses Discord nervt mich, ehrlich gesagt, muss ich holen. 3 Erfolge. Mhm. Ja, der springt an und du tippst ein bisschen rum und brauchst gar nicht so viele Versuche, um das Passwort zu knacken. Einfach versuchst es halt ein bisschen mit irgendwie Chicago. Password! Genau, Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Genau, ja. Und, ja, während der Balthasar, also der Sheriff, sich noch mit Jonathan irgendwie und mit William beschäftigt in dem anderen Raum irgendwie, ja, kannst du da kurz irgendwie einen Blick in die Dateien werfen und was als erstes aufploppt, ist ein File, wo anscheinend jeder einzelne Vampir, der in der Stadt lebt, mit seiner Generation, also seiner Abstammung, also quasi einen kompletten Stammbaum, soweit bekannt, und Aufenthaltsort und so weiter. Also ganz bis ins kleinste Detail jeder einzelne Vampir der Stadt katalogisiert. Okay. Krass. Sind wir da auch drin? Ne, ihr seid ja nicht in der Stadt. Da kommt naja, Gary. Offiziell nicht. Ja, ja, genau, ja, aber okay. Das hätte mich nämlich jetzt interessiert, ob der Spitz gekriegt hat, dass ich tatsächlich eigentlich ja in Chicago gewandelt wurde. Mhm. Und da kurz gelebt habe, aber hat er anscheinend nicht. Nee. Okay. Deinen Namen findest du nicht. Kannst ja die anderen mal suchen, okay. Vielleicht irgendwie. Ja, mache ich mal. Ja, dann würdest du irgendwann... Ja, ich glaube, über keinen wirklich was finden. Über Emma wirst du was finden. Also, dass die in Chicago gezeugt worden ist. Mhm. Und dass aber ihr Erschaffer Geld bezahlt hat, dass sie ausreisen darf. Okay. Wie ist das mit unseren Erzeugern? Finde ich da was über Ahmed? Nee. Der scheint irgendwie kein Bürger dieser Stadt zu sein. Naja, das war er auch ja nicht tatsächlich. Okay. Sonst noch irgendwelche Dateien? Das scheint so ziemlich die einzige Datei zu sein, die du öffnen kannst. Und als du da so ein bisschen drin rumklickst und irgendwie ein paar verschiedene Namen anklickst und so und dir die Daten anguckst und gerade irgendwie auf verschiedene Profile hin und her schaltest, merkst du, dass da irgendwie der Cursor nicht ganz so will wie du. Und immer hin und her springt und du irgendwie den schweren Controller hast, so, als ob jemand den Computer per Fernzugriff steuert. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, dass irgendwie, Moment, da geht ein Licht an, irgendwie auch oben an dem Bildschirm vom Computer. Du guckst dann, da ist halt eine Kamera eingebaut. Mhm. Und dann bewegt sich der Cursor unten hin und dann siehst du so eine Befehlszeile, wo dann eingegeben wird, guter Versuch. Und dann wird der Bildschirm schwarz. Okay. Leute, ihr habt hier ein ganz massives Sicherheitsproblem. Wieso? Ihr seid gehackt worden. Also mindestens das. Also... Neben der Entführung hat hier auch jemand Fernzugriff auf den Computer gehabt. Hör ich das Wort gehackt irgendwo aus dem Raum? Laut. Ja. Würde ich mal in den Raum stürzen und so schnell wie möglich das Netzwerkkabel hinten aus dem Computer rausziehen. Ja. Zack, raus. Warum? Nun, zu spät. Da sind alle Fragen sinnlos. Leider wohl, ja. Da würde ich mal den Rechner aufmachen. Ist das eine x86-Architektur? Also noch jetzige PC-Maschinen oder so ganz altes Dingsbums mit einer ganz anderen Architektur, wo es... frag mich das nicht, was hier steht halt alter 80 Megabyte Harddrive... Ja, das ist Megabyte Harddrive, das ist eine x86-Architektur. Ja. Dann würde ich die Festplatte ausbauen und mal versuchen, woanders da auszulesen. Wenn der Sheriff da nicht interveniert. Wo wollen Sie das denn auslesen? Das sind private Dokumente des Prinzen da drauf. Können mir da gerne über die Schulter schauen, nur an einem Rechner, der nicht an einem Netzwerk hängt, der, und ich würde auf die Kamera gucken, nicht von außen gehackt werden kann. Also bitte. Welcher Rechner soll das sein? Bitte? Was für ein Rechner? Ist mir egal, wenn Sie eine Tasche haben, geben Sie mir, dann mache ich es hier. Oder gibt es im Sicherheitsraum einen Rechner, den man vom Netzwerk entfernen kann? Klar. Können wir das Netzwerkkabel rausmachen. Ja. Gibt es hier auch einen Rechner mit Internetzugang und einem CD-Brenner? Ja, sicher. Dann können Sie mir das bitte zeigen. Ja, zeig dir das. Ja, dann gehe ich mal auf eine Internetseite von einem netten Herrn, der bei uns im Studium sehr beliebt war, vom Herrn Klaus Knopper, und lade mir mal das Knoppix runter. Also das ein Unix, was sich nach Booten oder Runterfahren wieder selbst löscht und selbst aufbaut. Ich muss jetzt nicht bloß beschreiben, wie das funktioniert, weil es interessiert, glaube ich, nicht wirklich viele Leute. Ist ja gut. Ja. Was soll da rumkommen? Ja, die Festplatte da anschließen und halt dafür sorgen, dass ich, bevor ich die Festplatte anklemme, das so konfiguriert habe, dass weder ein WLAN, noch ein LAN, noch ein Bluetooth, noch ein irgendein Sender an dem Ding aktiviert ist, der von außen verhindern kann, dass ich an dem Teil rumbaue. Mhm. Ja, dann mir die Festplatte anschließen, gucken, ob die verschlüsselt ist. Wenn sie verschlüsselt ist, mit den entsprechenden Linux-Tools, die kein Hexenwerk sind, die Verschlüsselungsknacken. Mhm. Wenn es eine Microsoft-Verschlüsselung war, steht sich. Und dann mal schauen, ob die Festplatte eventuell geleert wurde von Remote oder ob da noch was zu finden ist. Eine Datei drauf. Eine einzige Datei. Ja, eine Bilddatei. Dann schaue ich mal in das Bild rein. Ich sag dem Sheriff, er soll sich das Bild anschauen, nicht, dass er mich umbringen muss, wenn ich es gesehen habe. Ja. Das Bild zeigt eine Maske. Also eine ziemlich hässlich aussehende Maske. Dann würde ich den Sheriff fragen, anschauen. Wisst ihr, was das ist? Also, es ist eine Maske, das ist mir verständlich, aber was diese Maske darstellt. Dir würde das eigentlich, also das sagt dir auch was, das hat dein Erschaffer dir auch gesagt, das ist das Clanszeichen von Clan Nosferatu. Gut, dann hat er mir auch gesagt, was die Nosferatu PC-technisch drauf haben? Nein, das wusste der, glaube ich, nicht. Achso, dann würde ich einfach mal eine ganz simple Datei-Wiederherstellung versuchen. Also quasi, wenn du nur was über Papierkorb gelöscht hast, kann man die wiederherstellen. Ja, wenn du es sauber gemacht hast, dann ja. Ja, hat der Prinz Feinde bei Clan Nosferatu? Weil jetzt fügt sich das Bild eigentlich zusammen, wenn jemand... Sind die ziemlich gut miteinander... Ja, aber Melina saß ja gerade am PC und sagte, wir wurden gehackt, oder hat Clan Nosferatu einfach so Zugriff auf den Privatrechner des Prinzen? Ich würde eher sagen, umgekehrt. Der Prinz hat Zugang zum Netzwerk der Nosferatu. Ja, ja, aber ich denke, er hat auf seinem privaten, also er ist ja der Prinz, der Oberhaupt der Stadt. Deswegen, ja. Sollte er ja wohl Daten bei sich haben können, die für ihn, also privat, also geheim, also nicht unbedingt zugänglich für die Nosferatu sind. Das weiß man nicht. Diese komischen Rattentypen, die können ziemlich viel. Ja, eben. Ja, wir bezahlen sie eigentlich gut dafür, dass sie nichts von uns verraten. Dann war der Preis wohl nicht hoch genug oder sie haben andere Interessen. Das weiß man bei denen nie. Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir verdächtigt wurden, weil das Einfachste war. Die Fähigen, die man verdächtigen könnte, das wäre viel zu schwierig. Guck mir ihn an. Das sieht wirklich danach aus. Allerdings finde ich das erschreckend, dass sich diese Menschen hier Security-Personal nennen und wir hier eine halbe Stunde sind und eine ganze Menge mehr finden. Naja, wir hatten bis jetzt uns nicht getraut, an den Rechner des Prinzen ranzugehen, weil das verboten ist und so. Ja, aber wer hat's denn verboten? Der Prinz. Und der ist halt nicht da. Ah, ja. Oder habt ihr jetzt 3 Deppen gefunden, hätte fast 4 gesagt, aber die 4 ist ja nicht da, von denen ihr später sagen könnt, die waren's, die könnt ihr köpfen. Genau. Ja, super, klasse. Hab's geahnt. Wo ist denn eigentlich Mr. Andrews? Hat der schon was rausgefunden vielleicht? Neues? Genau, was macht er denn die ganze Zeit da? Versucht er auch irgendwie was rauszufinden oder vergnügt er sich an einem Billardtisch oder am Fernsehen? Oder? Er hat sich in den Chefsessel geschmissen, die Füße auf den Schreibtisch gelegt. Ja, ist doch scheißegal. Ja. Und starrt in den Raum. Weil Siri gefällt dir. Ist ja der Chefsessel. Ja. Genau. Und ansonsten wartet er eben gelangweilt. Ja. Ja. Also Ist das, wie gesagt, ein Rätsel, sagt die Frau mit der dicken Brille und dem CSI-Gedächtnisanzug. Wie gesagt, ich war den ganzen Tag hier. Es ist niemand rein und niemand rausgegangen. Ja. Jetzt muss ich doch mal nachfragen, wenn niemand rein und niemand rausgegangen ist. Gibt es hier in den Wänden vielleicht irgendwelche Geheimfächer, in denen man den Prinzen irgendwie gepflockt reingesteckt haben könnte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, innen drin ist die Kammer des Prinzen und außen ist halt, sind die Zimmer, die nach außen sind. Aber da ist kein Platz mehr groß für irgendwas anderes. Die Baupläne des Gebäudes sagen auch nichts anderes. Ja, ich glaube, Geheimfächer hat man in den Bauplänen nicht verzeichnet. Einfach. Ja, stimmt, mal die Vault ist auch nicht verzeichnet im Bauplan, das stimmt. Die Vault? Achso, das, ja. Ja, klopfe ich mal die Wände im Arbeitszimmer ab, ob da irgendwo ein Hohlraum ist. Nee. Kein Hohlraum. Ja. Der einzige Hohlraum, der war die Vault selber. Na gut. Ja. Die Melina hatte sich vorher noch die Security-Teams, die Tapes mal angeguckt. Mit der Frau wahrscheinlich zusammen. Ja, und ich frage sie auch nochmal, was das da genau war, dass ich gesehen habe, dass sie den PIN-Code ein paar Mal eintippen musste, bis es geklappt hat. Keine Ahnung, ich musste den Override-Code benutzen. Normalerweise sollte der andere Code klappen, aber da hat es nicht. Okay, dann sind die also nicht nur in dem PC drin gewesen, sondern im ganzen Sicherheitssystem, dann haben die euch eh komplett lahmgelegt. Ja. Aber hier war nichts. Das heißt, wenn du hier sitzt, du siehst nur die Bildschirme von den Tapes. Hast du eine Tür offen stehen, dass du irgendwie weiter in den Gang gucken kannst oder irgendwas? Na, hier müssen ja die Leute erstmal durch die Security-Tür, so. Ja, aber du hast schon gemerkt, dass das Ding irgendwie ein Viereck ist und wenn du dir den Plan mal anguckst, kannst du auch einmal ganz rum, ohne am Security-Raum vorbeizulaufen. Das ist und richtig, wenn du nämlich ich habe auch Zugriff auf die Türen und die Türen kann ich schließen und öffnen, wie ich will. Und wenn die außerhalb meiner Konsole geöffnet werden, dann kriege ich hier Bescheid auf dem Computer. Nein, eben nicht. Wie nicht? Wenn natürlich. Wenn dein Sicherheitssystem gehackt worden ist, dann können die ohne weiteres Türen öffnen, ohne dass du das auf deiner Konsole sehen kannst. Die können auch ohne weiteres dir da irgendwie eine Endlosschleife von leerem Flur in die Kamera packen. Nein! Das ist doch die Kunst des Hackens, dass du es nicht mitkriegst. Cracken wäre, wenn sie die Dinger zum Scheiß kaputt machen. Das habe ich sogar mal gelernt. Und dann erklären wir aber mal trotzdem, wie die aus dem Vault rausgekriegt haben, ohne an mir vorbeizugehen. Oder dass ich das nicht sehe. Ich bin direkt im Nebenraum. Alleine das Öffnen der Vault ist so laut, dass ich das mitkriegen müsste. Und das war ziemlich laut, als die Tür aufging, ja. Ja, gut. Naja, aber wenn die hier Leute erschießen können und alles... Stimmt, das habe ich auch nicht gehört. Ja, ich bin nicht so sicher, was hier schiefgelaufen ist, aber dass du gehackt wurdest oder das ganze System gehackt wurde, hat mit Sicherheit einiges dazu beigetragen. Darf ich mal was einwerfen? Bitte. Vielleicht kannst du dich nicht dran erinnern, weil du dich nicht dran erinnern sollst. Soll das denn heißen? Die mich nicht erinnern soll. Naja, gibt da Mittel und Wege. Guckt so zu Jonathan rüber. Ich habe mit geistesbeeinflussenden Kräften kenne ich mich nicht aus. Ja, aber dein Clan zum Beispiel, der kann das. Könnten das die Nosferatu auch? Normalerweise nicht, nein. Im Normalfall zumindest nicht. Ich weiß nicht, was für Kräfte jetzt jeder einzelne Nosferatu in dieser Stadt hat. Das wäre echt mal spannend rauszukriegen. Wenn das nämlich nicht so sein sollte, dass Nosferatu das können, wäre das ganze Ding ja nochmal eine Ecke größer. Oder sie haben so banale Hilfsmittel wie irgendwie ein paar Tröpfchen in... Nee, Kaffee trinkst du nicht, ne? Aber... Oder doch? Ich? Wen sprichst du an? Die Frau. Ja, no, Kaffee, ja. Klar, trinke ich Kaffee. Ja, siehst du? Ja. Aber ich bin noch nicht, eingeschlafen. Das merkt man doch, wenn man schläft und wieder aufwacht. Ja, während William dann irgendwie im Bürostuhl sitzt und sich's gut gehen lässt und Jonathan und Melina mit den beiden anderen in dem Security-Raum noch überlegen, wer da jetzt irgendwie was gemacht hat, streift Emma durch die Stadt und versucht, was herauszukriegen eigentlich. Nee, ich streife nicht durch die Stadt, sondern ich fahre in mein Apartment. Okay. Und schmeiß mich da an meinen Rechner und versuche einfach... Auf meinem Weg herauszufinden, was ich, ja, also wie ich das früher auch gemacht hätte. Ich google. Mhm. Ganz blöd. Ich google nach auffälligen Persönlichkeiten in der Stadt. Ich google sogar nach diesen komischen Zeitschriften, die irgendwelche Alien-Sichtungen und sowas publizieren. Also einfach alles, was irgendwie ungewöhnlich ist und in die Richtung gehen könnte, die mich interessiert. Okay, ja, die Frage ist jetzt halt genau, was interessiert dich jetzt genau? Reiche Personen Chicagos, die ja anscheinend an sehr auffälligen Orten leben, sich aber selber vielleicht eher im Hintergrund halten und die auf einmal verschwunden sind. Oder auch, ich würde mich aber auch für andere Auffälligkeiten interessieren, wenn ich jetzt denken könnte, das könnte Grund für das Verschwinden eines solchen Menschen sein. Ja, also das in den komischen Science-Fiction-Zeitungen oder Verschwörungstheoretiker-Zeitungen oder was du da noch machst, findest du auch wieder diesen Artikel, den ihr auch schon mal gefunden hattet, dass die Polizei wohl irgendwie eine Art merkwürdiges Wesen irgendwie ausgegraben oder gefunden hat bei einer Razzia. Irgendwie ins Leichenschauhaus zur besseren zur Ansicht halt überstellt hat und ja, dass die Polizei da irgendwas vertuschen würde und dass es den Yeti in Wirklichkeit gäbe und die haben den gefunden und jetzt vertuschen die alles, weil die Reporter von der Zeitung wurden da nicht hingelassen und so. Ja, sowas findest du. Und ansonsten reiche Personen, die verschwinden. Nee, es ist in letzter Zeit keine reiche Person verschwunden in Chicago. Okay. Dann würde ich mal nach diesem Fall mit dieser Leiche da weiter googeln, in was für ein Zentrum das gebracht wurde, Leichenschauhaus und... Ja, ins Polizeirevier halt, ne? Es gibt nur eins in Chicago. Ja, und das Hauptpolizeirevier. Das Central. Das Polizeirevier. Dann würde ich mich mal dahin auf den Weg machen. Okay. Mit deinem Auto fährst du zu dem Polizeirevier, steigst da aus, gehst rein und fragst nach, wo ist hier die Leiche oder was? Oder wie man wo das Leichenschauhaus ist, weil ich eine Leiche identifizieren soll. Oh, sie soll eine Leiche identifizieren. Ja, im Keller. Welche denn? Beim Beileid übrigens. Eine Freundin von mir. Freundin von Ihnen. Ja, ich hoffe, dass es nicht ist. Okay. Gut. Einfach da lang runter? Ja, ich begleite Sie, gnädige Frau. Ja. Oh. Würde ich dann mich von ihm führen lassen. Ja. Führt dich herunter ins Leichenschauhaus quasi. Und da ich diesen Abschnitt des Abenteuers nicht vorbereitet hatte für heute, muss ich hier leider... Wir müssen jetzt gleich irgendwie Schluss machen. Wenn ich auf die Uhr gucke, 2,5 Stunden haben wir gespielt. Ja, bedanke ich mich heute wieder für das nette Spielerlebnis. Ein kleines detektivisches Abenteuer, das jetzt erst die Fahrt aufnimmt. Und leider die Gruppe ein bisschen splittet. Mal gucken. Aber ihr habt ja zumindest einige Spuren jetzt und habt einige Verdächtige. Ob das die richtigen sind, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Und ja, ich bedanke mich bei allen Spielern, allen Zuschauern. Und wann es weitergeht, könnt ihr auf dem Nerdpool gucken. Da oben läuft die Adresse durch. Da könnt ihr auch viele andere tolle Streams sehen. Zum Beispiel auch von Mischka, der fast... immer irgendwie irgendwas macht. Und ja, schaut da doch einfach mal rein. Lohnt sich. Und wenn ihr auch mal mitspielen wollt oder sowas, kann man den Nordpol auch nur empfehlen für neue Runden oder sowas. Ja. Ja. Nochmal danke an alle, die zugeguckt haben, alle, die mitgespielt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.